Ja, das habe ich versuch's. natürlich. Nee, Jetzt einmal bin ich wieder nicht. auf Das Spiel hast du auch jetzt gesehen. Sophie. Oh, Was jetzt gehen wir geht's mal los, meine sagen? Damen und Jetzt Herren. die. Das Hennenschwert. Und Und los. Knallgas. Okay. Alle sind Lecker. eingeschlafen. Ja, los So, das geht's. Rennen geht los. Jetzt natürlich hier. Spannung pur, erste Kurve. Und Geht natürlich oh. los. Und klatscht. Da ist Oh, das, da ist ein und Teil ein eingegangen. Blinkkommando. Auf jeden Fall Teile. Aber es ist Ja, keiner sehe ich, raus. aber sehr spannend hier. So, sieht aber alles gut aus. Oh, da ist der erste raus. Wer war das? LP-Kommando, da habe Und ich es drauf gehabt. LP-Kommando. Ich habe Thank you gerade weggeschaltet, aber LP-Kommando ist der erste, der raus ist. Es war auf jeden Fall Platz 7, meine ich. Und So. das Safety Car. Und Safety Car Safety Car direkt. ist schon. Ja, das ist schon mal hier super Start. Der erste ist raus. Hier haben wir da die Nummer gegen Jetzt ein. nach der Ja, langen Fahrt LP-Kommando. kann man sich erstmal erholen, würde ich sagen, in der zweiten Runde gleich. Bevor hier die nächste Safety Car rauskommt. Aber ist ja so ähnlich wie in Serie C1, würde ich sagen. Da war es auch ziemlich schnell draußen, in Runde 3, meine ich. So, du lädst ihn gerade ein, ne? Hast du gesagt? Ich versuch's auf jeden Fall. Also, LP-Kommando war zum Zeitpunkt vor dem Rennen auf Platz 10 der Gesamtwertung mit 12 Punkten. Den Platz wird er wahrscheinlich jetzt abgeben müssen. Schade, schade. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass er da Also ich habe entweder. leider nicht genau. Ich war nicht drauf. Also ich war drauf. Ach so. Hilfe. Aber dann auch nur so, wo er gerade den Reifen verliert. Jawohl, der Kevin hat jetzt gerade Crash Bandicoot Also aus Crash Bandicoot angemacht. Edsoffi ist auf jeden Fall auf Platz 2. Er hat auf Ja. jeden Fall DJ Colangelo, oder also da fahren Dirk jetzt einige in die überholt. Box. Ja, Speedy ist in Colangelo der Box, sasse. dahinter Colangelo. So, Maxi King will die Plätze gut machen. Oh, Colangelo übersprungen oder was ist hier los? Wo sind sie denn alle hier? Ja, natürlich ganz Ja, ich hinten. suche gerade die Leute, die in der Colangelo. Box sind. So. Mishima CR7 ist in der Box. Ja, die holen sich jetzt Macht jetzt die alle Schotzen natürlich drauf. diese. Ja, ist natürlich auch das Ja, Logischste. genau. Ist aber das Schlauste, ja. So. Dahinter kommt Speedy. Speedy hat bei Das mir wäre aber natürlich jetzt Ultrasoft. blöd, ne? Speedy hat bei mir Speedy? Ultrasoft. Und der fährt hier ganz komisch. Speedy hat bei mir Ultrasoft. auch Ultrasoft, ja. Ja, ist ein Fehler, glaube ich, gewesen. Na, weiß ich nicht. Guck mal, ich sag mal so, wenn die jetzt die mit den Soften sich einen Flügel abfahren oder so, dann hat das auch keinen Sinn gehabt. Ja, schon, aber Weißt du, was ich davon meine? musst du das darfst du nicht einbrechen. Und ich sag mal, wenn er jetzt Ultrasoft Also ich hat. schon. Ja, aber Ultrasoft ist natürlich die Ja, Frage, ich du weiß schon, musst was du an allen meinst. Fahrern vorbeikommen und das machst du nicht, Ja, indem du ja, ja. dann 14 Leute da im Safety Car holst. Also jetzt im Safety Car, also das Safety Car ist aber schon wieder, das Safety Car ist. Ja, jetzt im Safety Car ist das vielleicht nicht so schlau, wieder auf Ultrasoft zu gehen, weil er jetzt halt, wie du gesagt hast, schon weit hinten im Feld ist. Ja, die werden jetzt auf jeden Fall wieder aufschließen. Der liebe LP-Kommando möchte anscheinend nicht in die Kommentatorenbox kommen. Habe ich das richtig gehört? Ich habe ihm erstmal eine Freundschaftsanfrage geschickt, ich hatte ihn noch Ah, nicht. ach so, ihr seid noch eigentlich befreundet. Der muss die Folgt ihm doch erstmal direkt auf annehmen, Twitter. ne? Ja, habe ich schon. Auf Dann Twitter sehen wir habe ich den ja. schon, aber. Ja, dann sehen wir ja gleich, was er dazu schreiben wird. Vielleicht ist der jetzt auch gerade sauer. Ja, ich sag mal so, Niklas, ja, habt ihr immerhin vielleicht hat er mal. länger überlebt auf dieser Strecke als Niklas, der schon im Ja, ist okay. Qualifying. Macht direkt wieder einen Witz, Boy. Ich fand's witzig. Irgendjemand hat in die Gruppe geschrieben, das nervt. Wie gesagt, es gibt auch noch ein anderes Rennen, das kannst du ja auch gucken. Die C2. Niklas, willst du vielleicht mal, mein Handy geht gleich aus dem L in die Gruppe schreiben, dass der LP-Kommando die Gerne. Freundschaftsanfrage annimmt? So, wie gesagt, also hier ist kein Zwang, das Rennen zu gucken. Man kann auch gerne Genau. irgendwie um stumm schalten und nebenbei Musik anmachen. Aber unser Kommentarstil ist einfach so. Ein bisschen gute Laune hier beifügen. Ehrlich. So, ja, das Safety Car, denke ich jetzt mal Aber einfach spontan, ist in Runde 6, 7, dann geht's rein, oder? nee, ich denke mal eher. Eher. Ich denke mal, dass wir jetzt so, also spätestens Runde 5 wird wieder Gas gegeben. Ich gehe mal davon aus, dass der Ai Ai so souverän ist und den Neustart schlau gestalten wird, dass er direkt am Anfang wieder absetzen kann. Ja, sowieso. Aber was dahinter passiert, ist natürlich, ja, es hat Monat.
Ja, also auf Selbst jeden wenn Fall. man dran ist, kommt man nicht direkt vorbei. Ja, und es ist auf jeden Fall ein Rennen, wo sehr wahrscheinlich ein neuer erster Platz in der Gesamtwertung fallen wird, denn momentan ist auf Platz 1 der Maumau92 und der fährt dieses Rennen nicht mit. Ui. Nein, dahinter ist dann DJ Rick oder DJ Eric oder Dirk, ich sag es immer wieder. Auf 2 4 Punkte nur dahinter, dann auf 3 schon mit einem größeren Abstand Itzhoffi, dann kommt schon Digo und dann Ai Ai, also die Top 5, da wird sich auf jeden Fall heute was machen. Gehe ich stark von aus. Ja. Ja. Also der Dirk ist ja jetzt im Moment auf Platz 3. Vom Ja, der hat auf Diego, jeden Fall einen Platz der glaube ich verloren. einen Platz gut gemacht hat, oder? Der Diego ist auf 4 gestartet. Ist er nicht auf 5 gestartet? Nee, ich meine nicht. Ich meine, Ja. Dirk ist Okay. hat nur einen Platz verloren. Aber das Ganze können wir natürlich in unserem schlauen Buch namens Mobile Telefon nachgucken, weil wir haben ja noch die Qualis. Aber, ich meine, dass der Dina vom Diego gestartet ist. Ja, da hast du recht, Entschuldigung. Und Dina der 4 fährt gerade und hinterm Diego Diego. 5. Ja, da haben die einmal die Plätze getauscht. Das sind ja Genau. Teamkollegen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, genau. Aber wenn man den Dina hier im Dingsbus zuguckt, dann wird einem schlecht. Der fährt echt links, rechts, links, rechts. Alter Falter, Ist mir jetzt alter Falter. schon. Das ist schwindelig hier, der Typ. Es ist doch Ja, sowieso. Dina ist vor Diego gestartet. Ja, Also auf ja. 4. Auf 4, ne? Genau. Marcel Kruis hat seinen Platz behalten. LP-Kommando ist wie gesagt raus, dadurch rücken alle nach. Maxi King hier schon 5 Plätze gut gemacht, von 12 auf 7, aber das liegt dann meistens an den Boxenstopps von den anderen. Screwaholic ist auf 8, der ist auf 11 gestartet. Masel auf 9, der ist glaube ich als 14. oder 13. Colangelo auf Nicht schlecht. 10, der hat seine Position behalten, obwohl er schon in der Box war. Ja, also. Ich habe gerade hier die Information bekommen, DJ Rick wird DJ Eric ausgesprochen. Das werde ich jetzt beibehalten. Also, ja, uns, genau. Aber uns hat er damals gesagt, wir sollen auch gerne Dirkse. Dirk sagen. Ja, und Speedy jetzt hat direkt Ai mal Patze hinten geholt. Ai. Ja. Der hat den Frühstart, den Neustart ein bisschen verkackt. Der Patze. Ja, Ai Ai versucht natürlich jetzt wegzukommen. Ist natürlich sehr, sehr schwierig, wenn man hier so die langsame Kurven dann gleich hat. Aber jetzt hier gleich aus dem Tunnel raus, beschleunigen. Und dann dürfte es funktionieren. Jetzt haben wir hier einen Weih-Treter. Keine Ahnung, wer das Ja, ist. keine Ahnung. Egal, der fährt ja eh nicht mit. So. Die Kurve gut erwischen und dann kann man eigentlich schon einen guten Vorsprung rausholen. Ja. Ja, sieht doch schon so mal nach mindestens einer halben Sekunde aus. Ja, heute hat Bottas das Rennen gewonnen vor Sebastian Vettel. Und danach kam, glaube ich, lass mich lügen, Ricciardo, Hamilton und dann kam Raikkonen. So, Eier erstmal mit einer 1.14er Zeit, die fahre ich nicht mal im Quali. Ah, LP-Kommando hat jetzt endlich mal geschafft, die Freundschaftsanfrage anzugehen. Da ist doch auch mal eine Dann schöne laden wir den Sache. nochmal ein. Ja. Der wollte wahrscheinlich das Safety Car nochmal miterleben hier. Kann, ja, das kann gut So, Erik oder Dirk. Ich weiß es nicht, wie ich ihn nennen soll. sein. Nenn ihn Dirk, das ist Ja, der doch. Dirk. War der da? Da, Ja, und jo, ich hab ihn schon. der Das Diego. ist doch gut. Diego ist auf jeden Fall an Dirk dran. Und hat auch schon einen kleinen. Oh, hat er da die Wand geküsst? Nein, sah so aus. So. Ich sag mal so, wer heute schlau fährt und das Rennen hier zu Ende fährt. Der hat eigentlich die Punkte schon sicher. Ich glaube nicht, dass mehr als Ja, wir 8, sind 9 ja gerade Autos noch ins Ziel 14 kommen. Fahrer, ne, unterwegs. Ja gut, das sind natürlich auch hier die Vorzeigefahrer eigentlich. Die sollten eigentlich schon ins Servus. Ziel kommen. Hi. Servus. Hallöchen. Einmal bitte kontrollieren, ob du die Übertragung hört. Und dann Ja, kannst du auch hallo. gerne. Also ich glaube, dass Marcel auch irgendwie einen Fehler gemacht hat, dass er sich irgendwo gedreht hat, weil er hat schon einen mächtigen Abstand, obwohl Safety Car draußen war. Ja, Stimme ist auch also immer Kreotex. zulassen. Druck und Pegel ist Genau. relativ hoch. Perfekt. Ja, du bist eigentlich auch relativ Kreotex gut ist an gefahren. Mishima 7 dran, CA7 dran. Ja, da ist eine Dreier gespannt, ne? Dahinter ist so Speedy, Ja, ne? Ja, genau. Speedy. Das sind die letzten. So, dann gucken wir Ja, mal gut. hier. Vertex. LP-Kommando, wie können wir dich denn ansprechen? Wie heißt du denn eigentlich? Nico.
Nico. Nico, wir haben, also ich erzähl mal, was passiert ist. Ja, also zunächst mal muss ich sagen, dass das Ganze an sich schon scheiße lief auf die Qualifikation. Oh, und Mishima macht den Abgang. Ui, ich hab's drauf. Jo. Das war aber Eigenverschulden. Genau, Mishima wollte die Kurve enger nehmen, als sie ist. Und ja, ist okay. Erzähl ruhig weiter, Nico. Also, die Qualifikation war schon nicht so gut. Eigentlich Platz 7 ist jetzt nicht so schlecht an sich gewesen, nur ich bin 4 schnelle Runden auf meinem ersten Satz Ultrasoft gefahren, einfach weil ich der festen Überzeugung war, dass ich auf dem zweiten noch schneller sein könnte. War ich dann auch, ich war auf Kurs für eine 1.12.6, die mich dann auf Platz 4 abgebracht hätte, aber leider dann in der Schwimmbad-Schikane Fehler gemacht, dass wir dann von Platz 7 gestartet, mit relativ abgefahrener Reife. Ich wollte sehr früh in die Box gehen, dann auf Soft direkt, also bestmöglich nach 2-3 Runden, dann hätte ich freie Fahrt gehabt. Wenn dann Safety Car gekommen wäre, wäre ich direkt dran gewesen, das mit Softreifen, und hätte vielleicht irgendwie Vorteile draus ziehen können. Dazu kam es nur leider gar nicht. Ich glaube, ich bin nur 200 Meter weit gekommen, so ungefähr. Ich hab erste Kurve war das, oder? Bitte? Ja, nach der ersten Kurve, die gerade. Nach also der ersten Kurve, halb gerade. Ja. Wir haben es auf jeden Fall halb drauf. Ja, also ich habe relativ viel trainiert gehabt für Monaco, ist mir noch nie passiert, in keiner Trainingssession, die ich gemacht habe. Ich bin ganz normal einen Berg hochgefahren, ja, und plötzlich fahre ich anscheinend über eine Bodenwelle drüber, das Auto hebelt sich aus und ich habe nur einen kleinen Pendler drin und korrigiere das und berühre die Wand rechts eigentlich ganz leicht, ja, und mir fliegt der Reifen um die Ohren, also ich weiß ja, nicht. Ja, bei uns auf der Übertragung war es nicht nur eine leichte Berührung, du bist da schon ordentlich mit Wumms reingefahren. Aber das Ding ist halt, ist ja auch, das Rennen ist auch immer eine andere Sache, ne? Da sind alle Fahrer da, da steigt die Nervosität ein bisschen, dann weißt du, es gucken ungefähr 150.000 Leute zu hier. Ja, da wird man schon nervös. Ja, also ist mir so noch nicht passiert. Ganz komisch, auch überhaupt, dass das Auto an der Stelle ausbricht, ist, finde ich, generell irgendwie seltsam gewesen. Lag vielleicht daran, dass die Reifen ein bisschen abgefahren waren, oder auch weil ich die Einführungsrunde nicht gefahren bin, dass die Reifen kalk waren. Glück war in jedem Fall überhaupt nicht da, keine Ahnung. Ja gut, für die Tabelle erstmal, du warst vor dem Rennen Platz 10, haben wir drüber schon gesprochen, wird wahrscheinlich, sage ich mal, nicht mehr nach dem Rennen da sein. Ne, vermutlich viele, ja nicht. Ja, das ist wahrscheinlich dann auch schon, denke mal nicht, dass du den Anspruch hattest, da oben da irgendwie noch mitzumischen. Aber nee, für nächste Saison dann vielleicht die Autoauswahl, so, jetzt habe ich es. Da vielleicht nochmal in den letzten 2 Rennen oder 3 sind sogar noch wichtige Punkte drin, oder nicht? Ja, also in jedem Fall ein paar Punkte müssen noch drin sind, ja. Ich meine, es lief die Rennen davor auch schon nicht ideal. Gerade auch in Australien hatte ich in der vorletzten Runde einen Reifenplatzer. Das war auch schon bitter genug. Also die Saison läuft generell irgendwie nicht. Mal schauen, was in den letzten paar Rennen noch geht. Na gut. Ja, Monaco halt, ne? Ja, da kann man nie Festpunkt einrechnen. Genau. Ja. Gut. Naja. Nico, gut. Es geht hier einer nach dem anderen. Wir haben schon den nächsten hier in der Party, Mishima. Jawohl. Also Nico, wir bedanken uns erstmal, ne? Und Kopf hoch, also ich bin auch im Rennen rausgeflogen, passiert. Ich auch. Ja. Jawohl. Ist halt Monaco. Genau. Alles klar, schönen Abend wünsche ich dir, ne? Alles klar, ich auch. Gut. Ciao. Tschüss. So, Mishima. Ja. Da kam die Wand ein bisschen zu nah, richtig? Ja, hab mich ein bisschen einschüchtern lassen von hinten und sind zu früh eingesetzt. Sah auch echt brutal aus, muss ich mal sagen. Und da ist der nächste draußen! Nein, da hat einer nur verlassen. oh, jetzt knallt. Nein, alles gut. Passiert nicht. Lassen wir es aber reden. Ja, genau. Also, wie war bis dahin dein kurzes, aber es war ein Rennen? Wie war dein Rennen? Ja, erzähl mal. Würde ich sagen, ja, gut. Die erste Runde, gleich einen 5 Flügelschaden, letzte Karte gleich ausgenutzt, 9 Flügel. Mit gelben Reifen wollte ich länger draußen bleiben. Ja, hat ja nicht so funktioniert. Da kam die Wand ziemlich nah. Ja, gut, passiert. Monaco eben, habe ich ein bisschen einschüchtern lassen und habe eben ein paar Fehler gemacht. Ja. Ja, ist halt ärgerlich, ne? Ja, aber da hast du nichts gegen Wake Forest. Aber war jetzt nicht, dass du irgendwie von hinten was abbekommen hast, also, ne? War Eigenverschulden einfach. Nee, das war reines Eigenverschulden. Ich habe mich einfach die Angst im Nacken gehabt. Und da ist es mal schnell passiert.
Ja, das ist halt Monaco. Ne? Man ärgert sich halt, ne? Nach 2 Wochen Training oder ihr habt ja 3 Wochen oder was weiß ich da, ihr habt ja ein bisschen in der Serie A, ist ja der Rennkalender ein bisschen durcheinander gekommen. Kevin, redest du ein bisschen leiser oder so, weil du heilst ein bisschen. Sorry. Ich komme ja von Serie B und habe als Ersatzfahrer heute fungiert. Ja. Und hätte mir ein bisschen mehr erwünscht, okay. Aber die Fahrer, die vor mir, die haben eine gute Pace, sage ich mal so. Ja, natürlich. Sonst wären sie auch keine A-Fahrer. Ne? Ja, dabei sein nicht alles. Aber sonst, Serie B scheint auch nicht so bei dir zu laufen, oder? Einmal 10 Punkte in Australien, aber sonst leider gar nichts, oder? Ja, das letzte Rennen, ich glaube, das war woanders. Österreich war ich nicht da, krankheitsbedingt. Ja. Und das andere Rennen bin ich leider auch ziemlich in der Mitte rausgeflogen. Also da wurde ich rausgecrashed. Ja, also sonst, Formel 1 halt, Rennsport, ne? Kann man nichts machen. Kann man eben nichts machen. Ja. Na, dann wünschen wir dir trotzdem für die restlichen 3 Rennen alles Gute. Ja, danke schön. Und dann noch einen schönen Abend. Kannst du dann mit einem Bierchen oder so den Stream noch zu Ende das gucken, wenn du möchtest. Das mache ich auf jeden Fall. Alles klar. Schönen Abend. Ciao. 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 So, und dann waren es nur was noch der nicht? 13. Ja, so schnell geht das in Monaco, ne? Also beide sind jetzt aber mit Eigenverschulden rausgeflogen und das ist halt das Ding, ne? Ja, und alle drei Unfälle habe ich im Stream immer, wenn das kein guter Kameramann hier ist. Das muss ja richtige gute Rezensionen geben, ne? Genau, erstmal auf Amazon. Ehrlich. Ja. Also hinten, ich weiß nicht, wie es gerade vorne aussieht, aber hinten ist wieder so ein Dreikampf zwischen Colangelo, Speedy und Kreotix. Ja, das Ding ist, mir ist auch schon aufgefallen, dass Ai schon ziemlich nah am ersten überrunden ist. Ah. Ja, Kreotix hat ein bisschen größeren Abstand, aber Speedy ist nah dran. Ja. Genau, der ist sehr nah dran. Der fährt noch ganz halt sehr nah am Heck. Da ist dann so das Typische, dass man, wie Mishima gerade schon sagte, dass wenn man einen hinter sich hat, dann guckt man die ganze Zeit nach hinten, ist nervös, nimmt dann eine Kurve unkonzentriert und dann ist hier dann der Tod. Ja, siehst du, Colangelo schon die Wande geküsst und darauf lauert ja. Da siehst du Speedy und da wird er nervös, der Colangelo. Der guckt nach hinten. Colangelo, hat keinen Schaden dazu. Und da ist er reingefahren. Da ist Kreotix jetzt hinten reingefahren. Schauen wir mal hier, wie sieht's dem Flügel aus. Ja, okay, da haben wir natürlich jetzt die. Ja, nicht in die Box, also sondern hinten in Speedy reingefahren. Aber der Flügel sieht noch okay aus. Ja, gut. Scheint auch nicht große Auswirkungen zu haben. Ja, Kreotix halt kann sich das natürlich jetzt angucken. Die einzige Stelle, wo du überholen kannst, ist die DRS-Zone. Ja. Und das ist auch das von vorhin angesprochen. Und selbst die ist sehr kurz. Ja, und ich vorhin angesprochen habe. Jetzt ist der Speedy hier auf. Oh, da fährt der Kreotix rein. Also, da ist der Speedy jetzt auf Ultrasoft raus und hängt die ganze Zeit am Heck hinterm Colangelo mit dem soften Reifen. Da bringt es einfach nicht. Oh, Maxi geht raus. Ja, ich fahre jetzt einfach mal mit dem Kreotix weiter, weil der wird ja wahrscheinlich gleich am Unfallsort vorbeifahren. Maxi King ist eigentlich. Da im Tunnel, das ist die vorletzte Kurve. Achso, okay. Da später. Maxi King normalerweise Platz 7 in der Gesamtbewertung. Hat er eigentlich noch. Boah. Wörtchen mitzureden vorne, aber jetzt nach dem Rennen erstmal die Punkte liegen lassen. So, jetzt sehen wir es hier. Ja, da hat er wahrscheinlich zu weit außen oder vielleicht sogar ins Driften gekommen. Wir werden es gleich hören. Da scheint nicht viel zu passieren hier hinten. Gehen wir mal wieder nach vorne zu Ai, der wieder mal so aussieht, als würde er ein sorgenloses Rennen fahren. Hoffi 2, hat schon kräftig Abstand. DJ Rick auf 3, immer noch im Clinch mit Diego. Also Diego, der fährt die ganze Zeit hinterher, aber kommt da anscheinend nicht vorbei oder möchte vielleicht auch gar nicht überholen. Das wissen wir natürlich nicht, was die Strategie da ist. Dina, sein Teamkollege dahinter. Also für Red Bull sieht es momentan ganz gut aus. Marcel Kruijs. Oh, Virtuous Safety Car. Was ist da? Ist aber ein bisschen spät rausgekommen, oder? Ja, ein bisschen spät. Ja. Das kann man nochmal durchgehen. Ist auf jeden Fall weit vorne, oder? Ja. Ja, was heißt weit? Es ist eine Sekunde 2, denke ich. Scrolling. Ja, 5 Sekunden. Wird mir angezeigt. Ja, 5 Sekunden, okay. Colangelo auf 8. Kreotix auf 9, Speedy auf 10,
Patze auf 11, Masel auf 12 und ja, noch zwei Leute, die nicht in den Punkten sind. Und ja, wir sind hier noch unter 25% des Rennens. Ja, den Kevin, der ist jetzt gerade mal kurz AFK. Ja, das ist ja kein Problem. Da werden die Leute manchmal nur, einfach so von den Groupies aus der Kommentatorenkabine rausgezogen. Da kann man einfach nichts für. Das ist hier immer so bei uns. Da wird jemand mal gepackt. Dann versuche ich mal seinen Job. Der Patze geht in die Box. Der wechselt auf Soft. Ne, Supersoft. Supersoft wechselt er. Dann ist jetzt wieder draußen auf Strecke. Die Zuschauer sind hier schon heiß gelaufen. Die freuen sich schon wieder auf diese sexy Übertragungsstimmen, die wir heute liefern. Wurde mir gerade berichtet. Ja. Ja. Also Maxi King wurde eingeladen, aber ist noch nicht drin. Genau. Ja, vielleicht hat er noch ein bisschen Frust und kippt sich jetzt erstmal ein. Oh. Also man sieht ganz deutlich hier bei Dina, der hat Probleme mit dem Reifen und fährt hier wirklich Zentimeter an der Bande vorbei in der letzten Kurve. Liegt vielleicht daran, weil das der falsche Maxi King ist, den ich eingeladen habe. Sag mal die ID. Maxi King 3409. Ja, ich habe noch einen Maxi King bei mir drin. Maxi hier, guck, King, alright, cooler ist der King. Vier. So eine 4. Ah. Von XI. Nein. Ja, die 4. Ja, die 4 als A, ne? Ja, genau. Ja, er ist immer noch nicht in der Box 1, gewesen. 9. Und ich glaube auch, King. Seine Taktik wird sein, hier einen großen Vorsprung rauszuholen, dass er nicht zu weit nach hinten, nach dem Boxengang, Stopp kommt. Da unten der. So, jetzt hoffe ich, hier auf der 2 ist er schon überrunderter vor ihm. Schauen wir einmal. Jawohl. Ei, hat schon den ersten überrundet. So. Und der Diego ist endlich vorbei an Dina. Dina ist... Ah, ne, gar nicht. Aber war das... Warte mal, wer war denn jetzt vor Diego? Mit wem hatte denn die ganze Zeit den Kampf? War das nicht... Dirk war das. Und der Dirk ist... Ja. Kannst du mal gucken, ob der Dirk in die Box gefahren ist? Ja. Weil der hat zwei Plätze verloren. Und das scheint mir doch nach entweder nach Box oder nach... vielleicht ein Unfall. Dirk... DJ Erik, wo haben wir ihn? Der war in der Box, ein Stop hat er. Ja, wahrscheinlich Runde 15. Ist jetzt auf Soft. Ja, das muss gewesen sein in Runde 14. 14. Also von 13 auf 14 ist er auf Soft. Ja, wahrscheinlich während Virtual Safety Car oder so. Ja. Passt. Ja, der II hat hier schon auch seine Groupies. Hier schreibt man II bester Mann. Ja, die Jugend heutzutage, ne? Ja, was willst du machen? So, II. Ja, oh, ich denk, und dann dreht sich der Eier. Das ist nicht gut, aber der hat den Vorsprung. Vorne, also Er wird wieder zurück überholt von... Ist. Obwohl, jetzt kommt Insofi ran, ne? Der ist schon hinter dem. Ja, er hat davon auf jeden Fall... Der hat das mitbekommen. Also da hat der Eier auf jeden Fall Glück gehabt, dass er sich nicht den Flügel da noch angeditscht hat in der Mauer. Ja, aber da kann auch mal schnell der Reifen weg sein, ne? Hinten rechts. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich denke mal auch, da erschreckt man sich auch mal ganz leicht, ne? Ja, da wird der II einmal gelobt. Ehrlich. Und derjenige, der II bester Mann geschrieben hat, schreibt mir gerade... Oh, Diego hat die Sache schon raus. Das gibt's nicht. Das heißt, auf 3. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie... Ja, das war eigenverschuldet. Ja, das siehst du sofort. Die Kurve ist... Ja, das ist aber auch. Die Kurve ist... was ist das für Kurve? Die vierte Kurve, meine ich. Also noch vor den langsamen Kurven. Und das ist die gleiche Stelle, wo Mishima sich rausgehauen hat. Und das ist ärgerlich. Schon wieder. Ja, und damit verabschiedet sich eigentlich auch der Diego schon mal ein bisschen aus dem vorderen Feld der Gesamtbewertung. Und ja, jetzt II überrundet hier jetzt wieder den er eigentlich schon überrundet hatte.
Dem Masel. Aizofi kommt jetzt auch vorbei, schön vorbeigelaufen vom Masel. Ja, der Masel, der muss einfach jetzt ruhig fahren, dann hat er sich schon mal einen Punkt gesichert. Marcel Cruz stand kurz vorm Tunnel, aber der fährt weiter. Ja. So, ich habe jetzt mal direkt hier einen Quiz für alle, die zugucken. Und zwar, welche Elemente enthält das elementare System einer Situation? Bitte was? Ja. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir nur noch 11 Fahrer im Feld. Heißt, fliegt einer raus. Ich hoffe doch, ich wollte das eigentlich gerade googeln. Und ich finde bei Google, auch. Welches Element enthält die Element bist du? Guck mal, was ist das für ein Deutsch, Alter? Alles klar, ey. Haben wir verstanden. Lass das zu nennen. Also Dina im zweiten Red Bull jetzt auf Platz 3. Das ist mal wunderschön, da die Special Effects hier das Spiel hergibt. Als wenn sich der krass. Fahrer da jetzt gerade die Nase putzt, das gibt's ja gar nicht. Nee, das war, die sind im Tunnel gerade rausgefahren. So, jetzt hast du den Diego eingeladen, ja, oder? Ja, hab ich eingeladen. Okay. Weil die wieder, aber ah, fällt auch schon. Da ist er schon. Hallo Diego. Grüß Gott. Diego, wir haben es leider nicht gesehen. Was ist passiert? Ja, machen wir ein bisschen früher Feierabend heute. Keine Lust mehr gehabt, oder was? Ja, ich dachte, ich habe Hunger, weißt du? Nee, Spaß beiseite. ich habe ganz da, wo der Diener jetzt gerade ist. Also nichts Spektakuläres. Also ich bin ganz normal meine Runden gefahren, bin eigentlich ganz safe gefahren, gar nicht groß Risiko. Aber halt einmal so oben nach Start und Ziel den Berg hoch und oben am Berg dann die Rechtskurve, habe ich innen leicht die Bande touchiert. War ich ein bisschen zu weit innen und hat es mir direkt den Reifen weggeknallt. Ja, also auch Eigenverschulden. Absolut, ja. Haben wir also auf jeden Fall gesehen. Auch, bist relativ souverän auch gefahren. Also Podium wäre auf jeden Fall drin gewesen, ne? Ja, ich fand auch, dass meine Pace hat eigentlich gepasst und der Unfall ist mir jetzt vorher noch nie passiert in der Form. Also es ist echt ärgerlich, ja. Ja, haben wir heute schon mal gehört. Ja, und das auch noch, und das genau, das war nicht an der gleichen Stelle. Das war Speedy. LP-Kommando. Nee, LP-Kommando war, der das gesagt hat, aber Mishima war genau an der gleichen Stelle rausgeflogen. Dina fährt in die Box. Dina fährt in die Box, da gehen wir da gleich mal drauf und gucken, was er sich holt. Ich denke, ich spiele mal spontan auf, ja, wollte ich gerade sagen. Weil ich Software wäre dann zu langsam für die Strategie, die er dann fährt. Wir werden kurz mal durch das Kreatex und so machen. Jo, Männers, dann noch viel Spaß, ne? Diego. Und also, haut rein. Ja, ciao. Dankeschön. Schönen Abend. Bis dann. Schönen Abend. Jo, danke. Ciao. Ciao. So. Ai fährt hier immer noch seine Runden. Also wie gesagt, die Konzentration muss einfach nur bleiben. Duelle haben wir im Moment wenig. Ich sehe jetzt, die alle fahren eigentlich einsam. Ja, okay, da haben wir Kampf um Platz 4. Dina gegen Skur Holek. Ja, wahrscheinlich war er jetzt an der Box. Was ich bei Dina ganz halt merke, die fährt ja okay, der fährt ja ohne Traktion und so, ne? Ja. Wenn der zu kräftig bremst, also ich finde bei dem da. Der slidet. Ganz schön. Der slidet, ne? Ja, und da qualmen die Reifen auch ganz schön. Also, ja, vor allen Dingen jetzt gleich vorletzte Kurve, musst du mal beachten. Ja. Ich weiß nicht, ob das Reifen schon gut ist. Für die Reifen ist und für die Strategie. Nee, absolut nicht, das siehst du. Der muss da richtig in die Bremse reindrücken. Der war ja jetzt gerade in der Box auch drin, aber. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass der Druck oder dass das Gewicht zu weit nach hinten verlagert ist, dass wenn er bremst, praktisch das hinter. Wieder, also ja, das meine ich ja, die letzte vorletzte Kurve. Ja. Dass wenn er bremst, ne? Dass das der hintere Teil des Wagens noch so lange nachrutscht, dass die Reifen einfach irgendwann diesen Punkt erreicht haben, dass sie stehen bleiben und dann über den über den Boden sliden und da verliert er natürlich sehr, sehr viel Grip. Und da ist der nächste raus. Erik. Ja. Der Erik ist raus. Ja. Und das ganz, ist ja jetzt kannst spannend. Mal auf den Colangelo schalten. Da ist nämlich das Speedy jetzt sehr nah dran. Ja, mach ich natürlich. Hier gehe ich auf Übertragung. Das ist natürlich die beste Übertragungsansicht, die man hier hat. So, Speedy. Ja, was machst du jetzt? Übertragungsansicht ist meistens die beste Übertragungsansicht. Ja, nee, aber die war jetzt gerade nicht so. Das war sarkastisch gemeint. Mhm. So, Speedy wollte jetzt hier vorbei, sieht aber, das macht keinen Sinn. Und ja, entweder empfehle ich dir jetzt. Oh, und da fährt er rein.
Aber der Flügel ist leider. Ist nicht leider, ist noch dran. Achso, Maxi King ist auch raus gewesen, ne? Ja, da haben wir schon drauf getrunken. Ja, kurze Erklärung, wir haben ein kleines Trinkspiel hier, weil es ja Monaco, ne? Da kann man ja mal hier. Jedes Mal, wenn einer rausfliegt, kriegen wir ein halbes Glas aus. Ich würde jetzt aber lieber erstmal gerne den Kreotix einladen, weil er halt aktueller ist. Ja. Ja. Wir können ja beide einladen, aber Maxi King scheint ja kein Interesse. Ja, ich lade Maxi King nochmal. So, Speedy. Was machst du jetzt? Startziel oder erstmal wieder hinterherfahren? Was? Mit der Level brauche ich. Ist ja wieder leer. jetzt fahren die Autos aber langsam hier rum. Warum fahren jetzt... denn so schnell hier? Erik, mein Freund der Sonne. Oh, das geht nicht gut aus, das geht nicht gut aus. Speedy, da kannst du nicht außen überholen. Colangelo macht gut zu. Kannst nicht machen. Ja, das funktioniert Erik. Da nicht. Ja. Hast du deine Stimme auf Dingenskirchen? Ja, hab ich. Auf Dingenskirchen? Ja, Erik, was passiert? Wir haben es nicht drauf gehabt auf dem Schirm. Ja. Also nicht auf dem Regenschirm. Ich habe kaum Worte gefunden. Ich weiß nicht, irgendwie hat jemand gesagt. Kannst du ein bisschen lauter drehen? Das ist echt schwer zu verstehen. Ein bisschen lauter. Wir verstehen. Ich glaube, Speedy hat auch gerade seinen Flügel verloren. Ist schon besser? Ja, schon besser. Nein. Ja, okay. Da hat irgendjemand im TS was gesagt, dann habe ich da eben kurz hingeguckt und dann zu früh eingelenkt, kurz Konzentration weg und dann irgendwann. Ja. Also Erik, dein TS ist zum Hören da, ne? Ja. Da sind keine Videos oder so. Ja, Erik. In welcher Kurve war es denn? Das war in der Schikane nach dem Tunnel und dann diese Linkskurve da. Diese Ja, da bin ich auch ausgeflogen. Ah, ja. Ja, ist halt nur für gute Fahrer, da ne? Da bin ich auch ausgefahren. Ja, so ist das, ne? Guck mal, Erik, ich sag mal so, man kann schnell fahren und sich raushauen. Ich fühl mich dann besser, als wenn man nicht da ganze Zeit rumgurke und dann safe zu Ende fahre, ne? Ja. Das soll ja auch Rennen genau, sein. Genau. Ja, auch. Ja, wir sagen, entweder Enzwerge. Wenn ich Taxifahrer werden will, weißt du, dann werde ich. Ja, die fahren auch immer schneller, aber. Außer du bist. Ja, das ist der perfekte Vergleich, aber. Ja. Wenn ich Fußballer werden will, werde ich Fußballer. Erik, was meinst du, kannst die. Sorry. Ich kacke! Erik, ich fahr mal nochmal neu an. Wir tun so, als wäre das nicht da gewesen. Genau, wird rausgeschnitten vom Diego. Ja. Meinst du kannst die letzten Rennen noch was reißen? Safety Car ist auch wieder draußen. Also. Monaco war jetzt eigentlich. Also im Qualifying habe ich schon verkackt. Ich habe da keine richtige Runde hingekriegt. Im Verkehr und alles so. Das war jetzt eigentlich die einzige gute Strecke. Also ich hätte locker ein bisschen weiter vorne sein können im Qualifying. Und dann halt auch nicht diese ganzen Startunfälle und so alles. Russland bin ich eigentlich. Na, geht so. Das ist ja dein Heimatland, Junge. Da musst du doch durchziehen. Ja, ich dachte dann. Speedy war übrigens in der Box. Hat sich so gefreut. Ich gehe jetzt erstmal bis zum Russland und dann mal gucken, was da so geht. Ja. Ja gut, ja, ist halt Serie A, ne? Ist ja nicht so wie damals, wo du noch in der C gefahren bist und also was heißt C in dieser Fun-Liga. Genau. Mit uns, mit den Besten. Da ist musst halt du nicht mehr aufpassen, ne? Auf dein Team fahren. Ja. Wann lachst du denn jetzt so? Ich sag mal so, du hast dich oft rausgehauen damals, ne? Also. Ja, das passiert. Ja, ein Teamkollegen, ne? In Kanada so. Ja. Ja, genau, da hat dich ja dein Teamkollege rausgehauen, der. Ich weiß nicht, wer das war. Noch. Ja, aber das, was ich jetzt hier sehe, Kreotix, ist, du hast noch keine Punkte diese Saison eingefahren. Ja. Was ist da los? Was ist denn da los, Junge? Läuft nicht. Jetzt sind wir nicht aufgestiegen. Fahr doch nächste Saison für McLaren, also. Das ist keine Enttäuschung. Ehrlich. Ja gut, aber nächstes Rennen, dein Heimrennen, da bist du was raus. Ja, genau. Trinkst hier vorher noch einen Wodka. Also einen Punkt wollen wir sehen. Ich lasse hier Plakate drucken, ich fahre dahin. Ist echt so. Wir stehen dann in der Start-Ziel-Kurve stehen wir da und dann schreiben wir da Kreotix Go. Ja. Zeig's ihnen. Aber falsch geschrieben, ne? Ja. Go mit Geo. Gut, Erik, ne? Ich danke dir. Wünsche dir noch einen schönen Abend. Genau. Ja, ich auch. Der Mumi wünscht dir auch noch einen schönen Abend. Ja, den wünsche ich dir auch, Erik. Denk dran, ne? Wie schön haben wir jetzt? Ohren steif, der Rest bitte schön locker. Zeit. Bitte, ne? Ja, viel Spaß morgen in der Schule.
Pass gut auf, Junge. Bildung ist wichtig, glaub mir. Das ging für meine beiden, die haben ja alle verkackt, dann weißt du. Ja, genau. Ja, Abitur ist halt echt scheiße gewesen, so, also. Beim zweiten anderen vom Jahr. Ja, Fall. Okay, wir konzentrieren uns jetzt mal wieder hier aufs Rennen. So, jetzt aber wirklich. Beschwerden kommen hier. Erik, schönes Wochenende. Ja. Genau, schönes Wochenende, ja, am Sonntagabend. Tschüss. Ciao. Und ich sehe, der Diener, der qualmt schon wieder hier, ne? Also die Reifen, die gehen schon gut ab. Echt? Hat er die Fluppe angemacht? Beim Rennen ist das so ein entspannter Typ. Pfeife raucht, der Pfeife. Ach so. Nee, aber ehrlich, der qualmt sowas. Alter Falter. Die Reifen? Ja, das ist aber, glaube ich, auch eine neue Taktik der Serie A. Die wollen, dass der Hintermann nichts mehr sieht. Durch diesen Qualm. Ui! Und Kuhalik dreht sich. Echt? Wo haben wir denn? In der gleichen Stelle wie Und ungefähr. Ja. Auch vorne zur Kurve. Oh, das war nicht. Wer war das denn? Ist das Masel dahinter? Allerdings ich, ne? hinter ihm ist Masel, aber der ist schon überrundet. Ja. Ja, der ist noch in Runde 26, während Ai schon Runde 27 bestreitet und fast in 28 ist. Also es gibt im Moment auch keine Duelle. Masel halt hinter Skuholik, aber der wollte ja überrundet. Ja, ich gucke hier die ganze Zeit durch. Ai auch wieder souverän vorne. War, glaube ich, aber noch nicht in der Box. Und wenn er auf Ultrasoft ist, dann ist er wieder auf. Nee, der war noch nicht in der Box. Ja, er hat hier Reifen schon. Also, Ai und jetzt Hoffi noch nicht in der Box. Und Skuholik. Sonst waren schon alle drin. Ah, das engste Skuholik ist Duell. Übrigens auf Soft gestartet. Okay. Also wird interessant zu beobachten. Das engste Duell haben wir ja bei 6 und 7 zwischen Colangelo und Marcel Kruijs. Das sind ungefähr 4 Sekunden, also das spricht schon einiges für das Fahrerfeld. Also das ist kleines, meine ich damit. Wie viele Fahrer fahren jetzt noch? 10? 10. Nee, 9. Marcel muss da, glaube ich, noch Curtis holen, oder? Ist das 10? Nee, Marcel ist, glaube ich, schon die 10. Ja, stimmt, sind erst 5 raus. Erst. Ja. Einfach nochmal den Maxi King rein. Ah ja, wir versuchen es mal. Wir laden nochmal den Maxi King rein. Das haben wir, glaube ich, auch nicht gesehen, ne? Wie der rausgeflogen ist. Ne, nur die Stelle. Ich habe nur gesehen, wie der da lag. Ja, genau. In der vorletzten Kurve, meine ich, war das, ne? Ah, er spielt ja erstmal eine Runde FIFA. Ich gerade FIFA. Ich weiß nicht, ob er reinkommen kann. Ach, dann macht er locker Flucki. So, dann gucken wir mal ein bisschen dem Gewinner des letzten Rennens zu. Dem Erik. Oder Rick. Oder Dirk. Oder wer? Alles, der Erik direkt. Also ich muss sagen, die haben alle wunderschöne Helme. Sagst du? Oh, der von Colangelo, der ist aber auch hier extravagant, ne? Ja, dann gucken wir einmal hier, machen wir einmal Werbung. Im italienischen Lila fährt er hier rum. Ja, das ist typisch italienische Lila. Der ist wieder grün. Ja. Das ist aber sehr, sehr schöner Helm, ja. Grün, grün-pink oder grün-leder. Ja, genau, grün-pink. Ist doch nicht schlimm. Welche Farbe hat eigentlich der Ferrari für dich? Blau. Oh, da haben wir's. Schauen wir mal den Beirat dabei nicht, zu. Wir wollen eigentlich nicht kurz, okay. Das Problem ist, wir haben hier im Kommentatorenfeld, da ist zwei Drittel schon ein bisschen angetrunken. Und deswegen lasse ich auch die Angetrunkenen das Rennen. Wir wollen beim FIFA spielen. Alkohol. Kurz zum Rennen, was ist passiert? Da hat sich einer gedreht. Scrooholic wieder. Ne, doch nicht. Also wenn ich jetzt nur sage, was passiert ist, dann... Lass doch mal den Maxi King ausreden hier. Wie kann es bei dem dazu kommen? Ich habe sehr wenig Schlaf gehabt und bin dann halt zum Formrennen habe ich zu meinem Teamkollegen gesagt, das kann ja recht lustig werden. Qualifying, wie man sieht, Platz 12 mit einer 13,6 oder so, oder was, 13,2 sogar. Also so eine schlechte Runde. Das ist absolut traurig. Aber es hat irgendwie nichts gebracht. Ja, und dann bin ich halt ins Rennen gestartet und zum Schluss, da wo ich rausgeflogen bin, das war eine Runde, ich weiß nicht, was da los war. War eine 1-13-2. Dann habe ich mir 3 Verwarnungen geholt in der Runde. Bin dann bei der schnellen Links hängen geblieben.
habe mein halber Frontflügel war ab. Im Umdrehen fahre ich die andere Hälfte auch noch ab. Und zum Schluss dann in der letzten Kurve gerade ausfahren. Ich weiß nicht, zu müde, Konzentration und Spiel, wie immer, ja, und das war's dann. Ja, ist in Monaco sehr wichtig. Ja. Aber weißt du, was da hilft? Kopfschlafen. Das stimmt. Da bist du nicht so müde. Das ist ganz interessant. Ich finde das ganz interessant, ihr, also die jetzt hier alle rausgeflogen sind im Rennen, geben sich immer selbst die Schuld und das ist Schuld. Bei uns, da gab es nach dem Rennen Riesendiskussionen von dem, der hat mich da nicht vorbeigelassen und der hat da rumgekommen. Ja, aber hier in der A ist meistens diese Diskussion darüber, warum hat man nicht vorbeigelassen oder warum bremst du so stark. Also überholen können sie, sagen wir mal so. Vor allen Dingen ist ja auch nicht viel mit überholen hier eigentlich. Ja. Wie viele sind da aktuell dabei? Bitte? Wie viele fahren noch aktuell? 10. 9, oder? Nee, oder 10, 10, ja. 10. Wäre schon alles rausgezogen nach mir. Und Itzhoffi ist erster. Ai ist in der Box gewesen. Hat sich super soft geholt. Wer rausgeflogen ist. Hilfe. Rausgeflogen sind bis jetzt Kirotex und Diego sind nach dir halt rausgeflogen. Und vor dir noch Mishima und LP-Kommando. Ah, okay. Ja, also sind 5 raus bis jetzt. Und ja. Ja. Ich denke mal, du wirst nicht der Letzte gewesen sein. Glaub ich, und Kirotex auch wird auch nicht der Letzte gewesen sein, weil nach dir keiner noch welche. So, der Marcel Cruz ist jetzt endlich mal hier wieder am Colangelo dran. Wir haben eigentlich wieder hier ein Duell. Der Colangelo muss heute viel verteidigen. Ja. Aber macht er ein bisschen ganz King. Gut. Ja, bevor wir Maxi King abwenden ist hier, wische einmal noch ein bisschen, wir sind ja jetzt kurz nach der Hälfte der Saison. 3 Rennen sind noch übrig. Du hast 18 Punkte momentan. Alles war in einem Rennen. So viel gleich. Ja, du hast in Australien, was heißt? Genau, Australien hast du 18 Punkte geholt. Dritter Platz war das dann, denke ich mal. Zweiter, Entschuldigung. Aber danach kam nichts mehr oder davor. Woran liegt? Woran hat er den Weg? Wenn man nach Australien kam, Österreich oder wie? Ja, also wie gesagt, ich sehe hier, dass du die ersten 2 Rennen, oder beziehungsweise Japan war das erste Rennen, da hast du keine Punkte geholt, dann wurdest du Zweiter in Australien und dann kommt Österreich und jetzt in Monaco wieder keine Punkte. Ui. Ah, ich glaube in Japan bin ich auch. Jetzt lässt du mal bitte den Maxi aussehen hier. Genau. So. Ja, wie gesagt. Japan bin ich, hatte ich da einen Disconnect, in Österreich hatte ich einen Disconnect und jetzt in Monaco halt den Unfall. Ja gut, das ist dann ein bisschen doof. Ärgerlich. Haben wir gerade mal drüber geredet. Ja. Ja gut, das war eigentlich auch das, was ich nur fragen wollte. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall vom ganzen Team hier und vom Boomi natürlich auch einen schönen Abend. Mario, halt's Maul. Ja okay, dann vom Boomi nicht. Ja, vielen Dank. Alles klar. Wiedersehen. Jo, ciao. Vom ganzen Team und Rumi natürlich auch. So, du bist so herbe hässlich. Wie ist der doch? Nein, ich entschuldige mich nicht bei René. Er ist hässlich und das steht ja wieder sonst. So. Marcel gibt hier wieder Knallgas. Marcel fährt sehr langsam. Ja, der hat lässt viel vorbei. Ja, nee, der hat Platten. Marcel hat einen Platten. Hinten links. Ja. Oh, und jetzt anscheinend hat er keine Lust mehr. Oder was macht er hier? Naja, will, glaube ich, jetzt hier gleich vorbeilassen. Nee, ich glaube, Marcel hat einen Platten, oder? Ja, der hat einen Platten, weil er gegen die Wand geknallt ist, denke ich mal. Hat der Marcel jetzt einen Platten? Oh. Und da haben wir die erste Diskussion. Ich gucke mir mal kurz an, wer das hier war. Moment. Marcel wurde... Warte kurz. Speedy. Speedy war es, glaube ich. Speedy wollte an Marcel vorbei. Hat aber dann mit zu viel Tempo versucht in der Kurve und dadurch hat Marcel jetzt sich 4-5 Mal gedreht und hat den Flügel verloren. Und das sind wieder Sekunden, die fehlen jetzt. Aber das war absolut nicht die Fehler. Nein, das war aber nicht der Fehler vom Marcel, muss ich sagen. Also hat man sehr gut in der Aufnahme gesehen. Marcel wollte da eigentlich nach der Kurve wieder sofort Platz machen, was er eigentlich schon das ganze Rennen über gemacht hat. Also da kann man ihm auf jeden Fall nichts vorwerfen. Und Speedy war einfach viel zu überrascht. Ja, muss man sagen, aber, also bis jetzt stark, weil er überhaupt noch fährt. Naja, also nach der Aktion kann man schon mal kurz die Hände zur Luft strecken. Ja. Durchatmen, würde ich sagen.
So, DJ Rick hat jetzt die Position 1 übernommen. Sprich, Ihai auf 2 und Itzhoffi war in der Box und ist jetzt momentan Vierter. Dina muss aber noch in die Box. Ihai ist noch auf 2, auf Supersoft. Ich denke aber, dass DJ Rick, weil er auf Soft verfährt, muss er trotzdem irgendwann rein, dass Ihai wieder Erster wird. Und Screwaholic war immer noch nicht in der Box. Stimmt. Immer noch nicht. Screwaholic fährt, ja, gut, fährt auf Soft. Der ist ja auf Soft gestartet. Genau. Der wird seine 40, 45 Runden fahren. Wie lange kannst du auf Soft fahren? Doch, 40, 45 safe. Außer er möchte natürlich nicht ausreizen, weil ich sag mal, zweimal Supersoft danach, geht auch. Ja. Könnte auch auf 45 spekulieren und dann ja, 33. Nicht einmal Supersoft geht auch? Ja, aber da würde ich nicht mehr als 30 fahren. Außer du möchtest dann übertreiben. Wir sind jetzt bei der Hälfte ungefähr. Sollen wir vielleicht mal in die Strafen reingucken? Kannst du gerne machen. Gucken wir doch mal in die Strafen rein. So lange ist Ai jetzt hier an. Ist es denn schon DJ Rick? Ja, tatsächlich. An Dirk ist er schon dran. Wir gehen einfach mal on board. So lange kannst du. Also DJ Rick hat eine Strafe. Ja. Ai auch? DJ. Ja, das passiert hier in Monaco, da kannst du auch kaum. Dina komplett ohne alles, also ohne Verwarnung, ohne was weiß ich. Ja. Fährt sonst ganz sauber bis jetzt. Itzhoffi mit einer Strafe. Ja. Ich geh jetzt einfach mal mit hier. Screwaholic mit 2 Verwarnungen. Okay, also auch noch strafenfrei praktisch. Genau, bis jetzt noch keine Strafe. Colangelo hat 6 Sekunden, also 2 Strafen. Marcel Cruz hat jetzt schon die, hat schon 3 Strafen plus 2 Verwarnungen. Okay, also und, der hat sich 3 Verwarnungen in einer Runde geholt, also. Ja, das ist eine unkonzentrierte Runde, würde ich sagen. Aber eine schnelle. Der ist auch schon Colangelo. Wirklich jetzt? Ja, das glaube ich. Da kann man schnell sein, wenn man gerade ausfährt. Einfach die ganze. Ja. Oh, Speedy ist hier mit einer Strafe? Ja, und Speedy ist hier echt unkonzentriert. Der muss ja aufpassen, was er macht. Der Patze fährt auch noch ohne alles. Ohne Verwarnung. Ohne Flügel, ohne Hänger und alles. Ohne Lenkrad. Der hat 2, 3 Strafen. Ja, 3 Strafen. Ja, und in der aktuellen Runde allerdings 2 Verwarnungen. Ja gut, Marcel wird sich wahrscheinlich jetzt auch wenig darum kümmern, wie viel Strafen er hat. Der wird das Rennen hier einfach nur nach Hause fahren wollen. Der wird sich auch nicht viel mehr rechnen. Und wenn er schlau macht, fährt er ruhig, fährt er langsam, macht keinen großen Manöver und dann hat er sich 2, 3 Punkte hier erfahren. Ja, ich finde die Frage, auf wie schnell kommt Ai an Erik vorbei, ne? Ja gut, aber der hat ja die... Ja, doch, er hat schnell Reifen, der hat ja die Superreifen. Ja gut, das... Ja, nur... Erik ist, also Dina ist 13 Sekunden hinterm Führenden, ne? Und wenn der DJ Rick den Eier jetzt aufhält. Ja, auffallen wird er ihn auf jeden Fall. Dina dran. Weil Dirk wird auf jeden Fall viel, viel früher abbremsen müssen. Und ich habe auch gerade hier die Information bekommen, dass man bis zu 50 Runden auf Soft fahren kann. Ich würde aber jetzt, sagen wir mal, so sagen, dass man dann die Gefahr eingeht, dass die platzen. Deswegen würde ich, der war eh schon die werden auch langsam, ne? Ja, klar, das siehst du, und dann wird das Bremsverhalten auch ganz anders. Du nimmst die Kurve viel, viel, viel langsamer als die anderen und dann. Ui. Oh, das war natürlich. Der hat ihn gleich. Ja, aber das Problem ist, wo er hat ihn gleich? Hat er ihn gleich im Heck oder hat er ihn gleich hinter sich? Ja. Also, ich denke nicht, dass DJ Erik ihn da so leicht vorbeilassen wird, einfach. DJ Erik, auch geil. Ja, der will sich doch so nennen, oder nicht? Ne, Dirk hast du gesagt. Ja, DJ Rick oder Erik? DJ Rick, mein Gott, so alles das gleiche. Wir nennen jetzt Thomas, so. Thomas, alles klar. Ja, der Thomas hier auf Platz 1. Nee, auf jeden Fall Dina, ich weiß nicht, ob Dina jetzt rankommen kann. Allerdings muss Dina auch verteidigen gegen Itzhoffi, der auch an seinem Heck hängt. Und dahinter ist direkt Scrollig. Ja, nee, das ist Scrollig, das ist ein Überrundeter. Okay. Ja. Nee, aber Colangelo ist doch. Oder? Speedy, Entschuldigung. Speedy ist das. Und ja, aber Colangelo hat ja auch sein Duell mit Marcel Cruz. Ja, die ganze Zeit schon, ne? Ja gut, das stimmt. Die fahren das hier zusammen. Also ich sagen, gehen wir lieber auf die 1. Ich will sehen, wer da... Da sieht man halt, man kommt einfach nicht vorbei, ne? So ein Duell kann auch mal über 20 Runden gehen. Ja, man muss halt nur darauf warten, wann der Erste wann der Vordermann seinen Fehler macht. Genau, der wird Fehler macht. In der Regel immer kommen. Also überholen ist ganz schwer, weil du ja auch vor der DRS-Zone stark abbremsen musst.
und der davor dann quasi halt zu weit vorne ist, um den zu überholen. Aber ist dann auch wieder so, du kommst aus der Box, hast die schnelleren Reifen, dein Vordermann lässt dich nicht vorbei und du kommst auch nicht vorbei und dadurch... Und du fährst musst deine Reifen wieder ab. Genau, und der Vordermann bremst viel früher, dann haust du dir wahrscheinlich noch den Flügel weg und dann ist dann natürlich dann wieder so eine Sache, erstens Konzentration verschwindet und wird ausgetauscht durch irgendwie, ein bisschen Ärgernis. Ja, das stimmt. Ja, man muss halt wirklich geduldig bleiben, ne? So ist das. Weil das wäre jetzt sehr ärgerlich, wenn der sich den Flügel abfängt. Oh, und jetzt... Das könnte ihn auch den Sieg kosten. Links touchiert an der Bande. Also Monaco ist echt ein Rennen für wirkliche Formel 1-Fahrer. Ja, ist einfach so, weil man sieht hier mit so einem Top-Speed, die fahren. Die fahren ja mit Sicherheit 1,14, 1,15 in der Runde und die fahren wir in der C2. Wieder sehr gut. Ja. Man sieht jetzt sehr gut, ist die ganze Zeit sehr nah hinter ihm, aber in der DS-Zone ist der Vordere halt zu weit weg, um den zu überholen. Ja, das Problem ist, die letzte Kurve musst du einfach perfekt nehmen und dann, genau. Dann hast du eine Chance zu überholen. Sonst dann hast du eine Chance, aber nur dann hast du eine Chance. Du musst sowas von viel besser aus der Kurve kommen als der vor dir. Und wir wollen alle nicht vergessen, dass II mit einem Lenkrad fährt, ne? Das ist schon sehr stark. Ja, aber du kommst einfach nicht woanders vorbei auf der Strecke, außer es wird halt ein Fehler gemacht. Im Tunnel würde ich es nicht versuchen, da ist es zu gefährlich. Ja. Oder, René, was meinst du? Nee. Da braucht der eine nur aus Versehen rechts rüberziehen und dann ist dein Rennen weg. Also ich gehe mal davon aus, II wird so schlau sein und einfach hinter ihm bleiben, bis DJ oder Dirk, bis Dirk in die Box fährt. Ich hoffe, immer noch hinter Dina. Mir wurde gerade gesagt, dass II Pet fährt. II fährt Pet. Boah, das ist eine Information, Alter. Mhm. Mein ich krieg die Peter Lüt schon wieder. Nee, du als Praktikant musst du nicht einfach irgendwelche Behauptungen hier in den Raum schmeißen. Ich sag mal so, II wirkt so, als wenn er hier mit der S-Easy auf die gleiche Höhe kommen könnte mit Dirk, aber ich glaube, der möchte einfach nicht die Gefahr eingehen, dass es hier zum Kollision kommt. Also ich finde auch Marcel Kruus ist genau das gleiche wie vorne, also der fährt sehr nah hinterm Colangelo. Aber wir haben jetzt drei Duelle, die ganze Zeit nichts. Und jetzt ist hier drei Duelle. Jetzt hoffe ich hier gegen Dina, gucken wir mal ein bisschen zu. Weil da vorne wird der Pinkeln des Todes. Ja, dann verlassen Sie einmal den Kommentatoren-Kabine. Nee, das möchte ich nicht. Das ist gerade zu spannend. Da hinten ist Grover. Wir haben hier eine eingebaute Toilette. Ja, ich mache einfach hier im Garten. Ja. Ich hoffe, der Thorsten guckt gerade nicht zu hier aus Mallorca. Der Thorsten ist auf 1, oder nicht? Oder nee, war Thomas. Der Thomas ist auf 1. Ja, Ezzoffi scheint hier auch Probleme zu haben. Thomas, wie war dein Rennen? Und dann erstmal kein Toten, keiner weiß also mehr. Der Dirk hat auch einen krassen Helm, ne? Also der ist so Marcel. Es ist immer so kurzer Schockmoment. Oh mein Gott, was macht Marcel Kruis denn hier? Links, rechts, überall anducken. Der möchte einfach mal. Ja, gucken, wie fest ich kann mir schon vorstellen, dass man irgendwann seine Geduld verliert, wenn man schneller könnte, aber Das Ding ist... Der ist sehr aggressiv jetzt. Der fährt jetzt aggressiv. Ja, was heißt aggressiv? Der Colangelo muss einfach früher abbremsen. Dieses Duell wird nicht ohne Unfall enden. Ja. Gehe ich von aus. Sehr, sehr gewagt. Ja, würde ich jetzt einfach mal behaupten, weil... Oh, wir haben gerade eine Top-Information von Diego erfahren, dass er sagt, dass nur Team Red Bull... Sprich Dina und der eben ausgeschiedene Diego mit Lenkrad fahren. Der Rest fährt mit Pet und Gott, was. Also Marcel Kruis ist hier gedacht. Echt. Ich dachte eigentlich in der A fahren mehr mit Lenkrad. Ja, vor allen Dingen, das sind auch spitzen Seiten, die hier fahren. Na ja, gut, die Frage ist, da ist der Vorderflügel weg, kann das sein? Von wem? Von Marcel Kruis. Nee, der hat den. Gott, die Übertragungsansicht ist immer so kacke hier auf Monaco. Nee. Ja, Speedy fährt hier seine Runden hinter Hoffi und Dina. In dieser normalen Ansicht, wo du das ganze Auto siehst. Ja. Ist natürlich auch machbar. So, jetzt ist die Stunde des Tages. Ich lese jetzt den nächsten Witz vor. Was ist denn?
Ja, gehen mal. Aber wir sind hier gerade in der Lenkradansicht von Ai und ja? Irgendwie zeigt er hier gerade auf dem Lenkrad Boxenstopp an. Ich weiß nicht, Sorry. Ich muss jetzt prinkeln gehen, ne? Ihr haltet mich mehr aus. Ja, kein Problem. Mach das. Okay. Ja, ich lese dann in der Zeit mein Witz vor. Ne? Ah, jetzt kommt. Da schreibt man seiner Freundin, dass man ihn vermisst. Und wer steht eine Stunde später vor der Tür? Richtig, die Zeugen Jehovas. Okay. Also ich fand den gut. Ja, den ich mal verstanden. Ja, wollte ich gerade sagen, den verstehst du wahrscheinlich gar nicht. Das ist so intellektuell für mich. Aber ist nicht schlimm. Mein Gott, der Diener hat aber auch hier echt Probleme mit den Reifen, das sieht man echt. Mhm. Aber man sieht einfach extrem, du kannst so schnell sein, wenn der Vordermann dich einfach gut, ich, lässt. Jetzt habe ich hier gerade erfahren, dass. Ja, guck dir das, das ist ja Smoke Weed Every Day hier bei Dina. Naja, aber ich habe gerade erfahren, dass die ganzen Leute hier mit Pet fahren, weil sie einfach schneller sind. Das ist auch, glaube ich, in meinen Augen auch verständlicher, weil ich sag mal, du hast so einen kleinen Cursor, damit kannst du, glaube ich, schneller lenken und schneller ausgleichen, wenn was passiert. Aber wenn du so ein Lenkrad hast, dreht er erstmal so schnell, weißt du, ich meine? Ja, nee, klar, also das ist schon richtig. Der Eier, der hat den Dirk jetzt gerade etwas probiert. Oh, wir haben es verpasst. Wir haben es verpasst. Colangelo. Ach nee, Colangelo war in der Box, deswegen. Ich wollte gerade sagen, was ist das für ein Abstand? Oh, pass auf, guck, Dina wurde überholt. Und? Nee, aber Dina kämpft zurück. Und Dina, Was ist denn hier los? Ei. Man hat es auf jeden Fall gespürt. Ja, da wollte jemand aber. Fast zu viel. Okay, ja, okay, wir haben anscheinend ein Übertragungsirrtum, dass das die ganze Zeit so aussieht bei Dina, dass das, dass die Reifen blockieren. In Wahrheit tun sie es anscheinend nicht. Oh, da. Ja, ich sehe es. Da ist jetzt heute draufgefahren. Ich glaube, am spannendsten im ganzen Rennen ist es bei. Oh, da ist was passiert. Oh, da hat sich jemand gedreht. Colangelo. Nee, das ist Colangelo. Im Ferrari. Der ist nicht raus, aber ja, was macht er denn hier? Der ist nicht raus. Ja, der Flügel ist schon mal weg. Der fährt der jetzt erstmal. Und er hat sich gerade eben erst die frischen Reifen geholt. Ja, der wird auf jeden Fall rein, aber er hat sich gerade eben erst die frischen Reifen geholt. Und das heißt, ja, was haben wir denn jetzt dahinter? Dahinter ist Patze in. Auch in Runde 42 und der kommt vorbei. Oh, der Patze kommt vorbei. Wer dreht sich? Ja, der Ding im Colangelo hat schon fast wieder gedreht. Also wenn der Masel sich jetzt. Naja, okay, das ist schon über eine Runde. Nee, der, also, aber der Masel ist jetzt wieder. Runde. Ja, der eine ist Runde ist jetzt. Das erzählt, das schafft ja, er der nicht. Ist eine Runde. Ja, aber ja, wie gesagt, ist... wenn sowas mal unglücklicher und ausgeht. Eins. Wenn sowas mal unglücklicher ausgeht, dann ist das ganz schnell so, dass du halt einen Platz nach vorne kommst. Ja, ja. Alles gut, eins. Ja, der Rick. Denkst du es? Der Dirk war ja vor ihm. Und irgendwie sieht es so aus. Ja, weiß ich nicht. Es kann natürlich auch so sein, dass er jetzt ein bisschen Abstand hat, weil seine Reifen einfach langsamer sind. Ist denn jemand drauf? Ich gerne eigentlich die Überholung sehen. Und er hat den Dirk überholt. So, ich bin wieder da. Ja, und ich gehe jetzt weg. Tschüss. Fliegender Wechsel hier am Kommentar. So, und jetzt Sophie riecht hier ein bisschen am Heck von Dina. Und jetzt hat er DRS, hat er die Kurve besser genommen. Danke für die Information. Warum? Nee, ich wollte nur fragen, weil ich den direkt dann innerhalb. Nein. Ach, hat er den ganzen Mal überholt oder was? Wo? Wir haben es leider nicht drauf. Aber das Überholen von Itzofi haben wir und das war stark. Wo ist Dina, alles in Ordnung? Ja, das war stark gemacht. Erste Kurve, deutlich besser genommen. Wie ist Itzofi denn jetzt so schnell nach vorne gekommen? Itzofi? Der war doch gerade noch mit Colangelo da am Fighten, oder nicht? Und Colangelo ist raus. Ja, ach, da hat Gott. Sich das natürlich erledigt. Wir fahren mal mit Masel mit und gucken, ob wir vielleicht irgendwo sehen, wo er rausgeflogen ist. Ja, der letzte Ferrari ist dann auch weg. So, das sind nicht die Autoteile von Colangelo. Mach das. Der kleine Italiener. Für ist er ja auch groß. Ne, der ist klein. Schön Vorurteile ihn behalten lassen. So, jetzt schauen wir. Jetzt vielleicht im Tunnel kann es sein.
Und dann müsste eigentlich, wenn mich nicht alles täuscht, müsste es sogar im dritten Sektor passiert sein. Weil Marcel war ja ungefähr eine Runde vor ihm. Und als ich auf ihn geschaltet habe, war er ungefähr im dritten Sektor oder Anfang ersten Sektor. So, was sagen die Autoteile? Das war, Marcel, aufpassen. Also ich habe noch nichts gesehen. Marcel ist neunter, doch, Marcel ist neunter, das war Colangelo, der da gerade lag, die Autoteile. Es war wirklich eine schnelle Rechts-Links-Kombination, die ihn dann rausgehauen hat. Ah, da wo ich auch rausgeflogen bin, ne? hier wird gerade im Stream gefragt, wo Diego ist. Diego hat es Diego leider nicht bis ins Ziel geschafft. Ja, die Frage kommt von Silo Green. Ja. Hallo! Ja, Monaco ist halt ein Rennen für starke Leute. Sido hat gerade im Chat gefragt, wo der Diego ist. Das wird sehr schnell. Na, Grüße gehen raus an Benson auf jeden Fall. Der ehemalige Kommentator von der ADAC. Nee, unser ADAC. Mentor. Von ADAC. Naja. So. Ui. Also Colangelo ist eingeladen. Auf Dina drauf. Im Moment keine großen Duelle. Speedy ist hinter Dina, aber ich glaube Speedy wird überrunden, weil der ist Sechster, Dina ist Vierter. Ja, wahrscheinlich hat er den noch nicht geholt. Squoholic, 5. Marcel Kroos ist wieder auf 7. Ah ne, Izofi war vorne, ne? Okay. Ah Mann, ich hab das vertauscht. Ich hab die beiden Force India vertauscht. Marcel Kroos war das, der ganze Zeit mit Colangelo gefightet hat, oder? Ja. Hab ich ja gesagt. Stimmt. Ja, sorry, ich krieg nur noch die Hälfte mit Eier. Wir müssen Eier. Hier trinken. Eier, wir brauchen Eier. Kommen Sie? So. Wir trinken mal immer weniger. Silo fragt gerade, ob es Regen gab. Nee, es gab keinen Regen. Die Rennen wurden von Anfang an auf Abschießen gefahren. Sprich, dass es auf jeden Fall keinen Regen hier geben wird. Denn ich denke mal, die Strecke hat schon einiges, nimmt den Fahrern schon einiges an Konzentration. Da wäre Regen einfach, glaube ich, nur noch ein bisschen unspannender für die Zuschauer auch. Da wären die Rennen hier nicht so schnell gefahren. Aber danke, dass Sie fragen, Herr Silo Green. Ach nicht. Anscheinend haben Sie ja Spaß hier an der Serie. Vielleicht können Sie sich mal auf online-racing-club.de anmelden. Da können Sie mal gerne mitfahren. Ich weiß ja nicht, wie schnell Sie sind und wie konzentriert Sie hier auf Monaco sind. Oder in Monaco. Ich weiß gar nicht, was man sagt. In Monaco. Oder ne? Auf Monaco. Oder um Monaco. Ach, da ist er doch, der Silo. Silo Green, ja. Ja, Silo, wir haben es leider nicht drauf, aber wo bist du rausgeflogen? Ich bin da gar nicht mitgefahren. Ja, ich glaube, du bist rausgeflogen auf online-racing-club.de. Kann ich sagen. Oh mein Gott! Oh, Junge. Der war krass, der war krass. Silo, geh wieder raus, dann geh wieder raus. Der war nicht schlecht, der war nicht schlecht. Ja, Silo, aber ich finde das gut, dass du das Rennen verfolgst. Oh Mann, Alter, was ist denn nur mit euch los? Ja, wir haben hier in Monaco ein kleines Trinkspiel gemacht. Wenn man einer rausfliegt, müssen wir ja. Ey, du musst noch trinken, Junge. Ja, ich trinke doch gleich. Gut. So. Ja, warte, trinke ich mit. So, da haben wir den anonymen Alkoholikerverein hier getroffen. ORC-Kanal, oder was? Du bist jetzt live gerade, ja? Kannst jemanden grüßen, wenn du willst. Den Leben oder so. Ja, ich grüße den Young Cup 93. Der schon immer in meinem Schatten stand und immer weiter stehen wird. Und ja. Okay. Ja. Gavin, kannst du einmal wieder auf dein Handy gucken. Leute. Ja, wahrscheinlich einmal die komplette Freundesliste. Mein Handy ist aus. Ja, dann hat Niklas sein Handy. Niklas hat sein Handy. Auf dein Handy soll zu gucken. Warte, ich schreib. Also der Colangelo, der will anscheinend nicht in die Party. Ja, kann ich verstehen. Colangelo, ich hab sogar mit Colangelo vorab ein Gespräch. Und da habe ich ihm gesagt, ob er nervös ist auf Monaco rum.
Und der meinte, er hofft sich nicht viel, weil Monaco ist halt eine schwere Strecke. Und da habe ich gesagt, ja, dann laden wir ihn in die Kommentatorengruppe ein, dann kann er seinen Frust rauslassen. Dann sagte er halt daraufhin, er weiß nicht, ob er den Mut zusammenfasst oder ob er den Frust zusammenkriegt, nochmal in die Gruppe zu kommen, also in die Party. Und das scheint also, so, der ist auch nicht mehr online, der hat direkt seine Playstation aus dem Fenster geworfen. Das sind die Italiener, die werden jetzt erstmal einen Videobeweis hier fordern und sagen, das war eine Schwalbe. Also, ja klar. Ja, das. Mich hat der gemisst. Warte mal, der sagt zu sich selbst, das war eine Schwalbe und Ja, also ich sag mal so, ich bin mal wieder raus, ne? Weil ja. Ich will euch ja nicht stören beim Kommentieren. Dankeschön. War mir auf jeden Fall eine Freude. Wie sieht's aus? Machen wir noch eine Runde FIFA oder Rocket League oder so? FIFA. Mal gucken. Ja gut, Silo, ne? Alles klar. Genau, wünsche ich. Tschüss. Bis dann. Viel Spaß euch noch. Aber ciao, könnt ihr nochmal schildern vielleicht, wie Diego rausgeflogen ist, weil ich weiß das nicht. Nee, da kannst du dir gerne den Stream auf YouTube angucken. Da genau. Siehst du es dann einfach rausgehen, dann hat sich das. Okay, passt. Danke, ciao. René? Ja. Was? Der hat doch irgendwas geschrieben, hat er gesagt. Ja, nee, ich habe nur gesagt, dass man den Silo Green vielleicht einmal sagen soll, dass er die Party verlassen soll, weil dann können wir in Ruhe weiter kommentieren. Ja, nee, das war wundervolle Idee von dem Herrn Bumi. Wir haben hier den Rockeberg 1 auf Twitch, der sagt, ja. Wenn Erik das Rennen gewinnt, muss ich die nächste Woche barfuß laufen. Und dann feuert er Erik noch ein. Also ich verstehe gerade nicht, ob er gerne barfuß läuft, ob ihm die Schuhe kaputt gegangen sind. Aber was meint er denn mit einem Feuer? Ah, nee, das war gar also nicht. So? Ah, nee, Go Eric hatte Machapo geschrieben. Möchte anscheinend, dass Rockenberg barfuß läuft. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist Rockenberg. Nein, es gibt auch schlimmere Bestrafung. Er hätte aber auch schlimmere Dinge, wie heißt das, hier Wetten geben Bestrafung. Können. Ja, der Alkohol spricht wieder raus. Was ist da los, Junge? Du musst hier trinken, du hast Colangelo jetzt rausgeflogen. Wir waren jetzt ganz lange genug auf II, würde ich sagen. Gehen wir mal auf DJ Rick. Ja. Und DJ Rick, also, wie weit ist jetzt 7 Sekunden? Scoreholic fährt in die Box. Scoreholic fährt in die Box, da gehen wir mal drauf. Platz 5. Was nimmt er sich? Er nimmt sich die. Und super soft. Ja, und damit super wieder soft. Zu Ende fahren. Damit wieder zu Ende fahren. So, auf wo ist jetzt Marcel Kruijs auf der 6? Der fährt jetzt erstmal in den Tunnel. Da kann Scoreholic erstmal durchatmen. Nein, der kriegt den auf jeden Fall nicht. Da kann Scoreholic nochmal in die Box fahren. Ja, der Kruijs Speedy jetzt ist nicht so weit weg. Der fährt nämlich jetzt auch in den Tunnel. Also vielleicht ein kleiner Fehler. Ja, die sind auch in der gleichen Runde. Ja, vielleicht war er selber in der Box. Und Patze ist auch in der gleichen Runde, aber schon wird weiter abgeschoben. Patze wurde schon überrundet von Scoreholic. Ja, und anscheinend hat Marcel hier schon die 2 Punkte sicher. Also als Serie B-Fahrer kann man da den Hut ziehen. Ja, Marcel sagt drin, wie damals auch in Abu Dhabi, was wir kommentiert haben, der hat der Fahrer mitgefahren. Und da auch ein Tagesrennen gemacht. Da ist er zwar hinterher rausgeflogen, aber bis dahin, also vielleicht ein zukünftiger Radfahrer. Ich weiß jetzt gerade nicht die Tabelle von der B im Kopf. Kopf? Im Kopf, ja. Das kann ich dir sofort sagen. Und zwar ist Marcel in Tabelle B, Sechster mit 30 Punkten. Team Linksträger und Rechtsüberholer. Ja. Ja gut, Platz 1 ist Rockenberg in der Serie B, der hat da schon ordentlich Punkte. Ja gut, Platz 3 ist immer noch auf jeden Fall drin, würde ich sagen, für Marcel, wenn der da ein bisschen. Aber ich glaube, wir steigen nur die ersten beiden auf, oder? Oder die ersten drei? Das ist richtig. Die ersten beiden, ne? Rockenberg sagt, er will keine 15 Kilometer nochmal barfuß laufen. Ja, warum eigentlich nicht, ne? Ja, Rockenberg. Sag mal so, Leute, die kein Geld haben, machen das auch. Und beschweren sie sich? Genau, ehrlich. Muss auch mal an die denken, ne? Ist so. Brille viel, Mann. Finde ich jetzt echt nicht in Ordnung hier. Ja, nee, bitte keine Schleichwerbung mehr. Verdammt. Danke. So. Also, Dina, Hilfe. Dina fährt immer noch mit qualmenden Reifen hier. Ja, da habe ich gerade erfahren. Der leckt ein bisschen. Wo dran an Eis? Ja. Nee, an Eier. Ja, Scoreholic ist sogar. Ja, wollte ich gerade sagen. Gucken wir mal hier das Überholmanöver. Das ist hier. Boah, das ist Stallohr da immer.
Das sah ja aus wie bei Wumi und Apex. Ja. Wobei Wumi natürlich derjenige ist, der vorbeifährt. Die zwei Legenden. Der muss doch immer sticheln, ne? Ist egal, lass dich nicht drauf ein. Nein. Aber bin ich gerade dumm oder hat Speedy... Nee, du bist gerade dumm. Er hat den Speedy vorher vorbeigelassen, weil er in die Box wäre. Ja. Ach, den Grüß vorbeigelassen. Die Box hat nämlich einen Platten gehabt. Ja, das sah danach aus, weil ich mich schon gewundert habe, warum man sich überholen lässt vom 7. Der 8. Hat einen Platten hinten links gehabt. Jetzt weiß ich aber nicht, wann er in der Box war. Ja, die Ultrasoften ist vielleicht sogar die falsche. Ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung ist. Kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nicht, wie Reifen schon er fährt. Speedy fällt jetzt raus aus der Box. Mit Ultrasoft. Da wird er zu Ende mitfahren können. Denke ich. Oh, und knallt direkt wieder gegen die Wand. Speedy? Ja, in der Boxenausfahrt. Sah auf jeden Fall so aus. Oh, der fährt aber ordentlich gegen die Wand. Platten. Der hat wieder einen Platten. Der hat direkt wieder einen Platten. Was ist das denn? War das ein neuer Rekord oder so? Ich hab doch gesagt, der aus der Box, aus der Box raus und zack. Und in der Box ja, noch gegen die Wand geknallt. Der ist nämlich aus der Box, auch, also aus der ersten Kurve rausgekommen und sofort rechts eingeschlagen. Oh, genau. Jetzt muss er aufpassen. Ja. Jetzt ist er hier wie bei Fast and Furious. Wer denn? Ja, Speedy. Der ist fast reingefahren. Der slidet hier die Wände lang. Also ich gehe jetzt mal vom Speedy weg und schalte einmal durchs ganze Speedy Feld wird, hier. So, Rick auf 2, Hoffi, Dina auf 4. Das ist wieder Abstand. Jetzt müssen wir wieder warten, bis sich immer gedreht. Duell ist. Patze, Speedy, ja, Speedy. Ich habe irgendjemanden, der sich gedreht hat. Wieso? Meine ich. Ich schalte auf Speedy. Ja, nein, es ist Speedy, der die gelbe Flagge verursacht. So, jetzt ist Marcel Runde 52, Speedy Runde 52. Und Marcel müsste jetzt an Speedy vorbeikommen. Und selbst wenn er hier noch einen sich überrunden lässt. Marcel hat auch einen Platten, oder? Ja, Marcel fährt auch sehr langsam. Ja. Marcel hat auch rechts, hinten links. Jo, die können sich hier gegenseitig die Reifen zuschmeißen. Jetzt hatte Marcel die Chance, doch noch rennmäßig einen zu überholen. Aber ja, jetzt gucken wir erstmal Speedy zu. Was holt er sich hier gleich? Also ich sag einfach. So, oh, also Speedy hat Platz. Ja, der wollte rüberfahren und ja. Also hat er noch Ultrasoft? Eigentlich nicht. Er müsste Supersoft nehmen, oder? Nicht, dass er, ja. Ist Speedy nicht der auf Soft gestartet ist? Ja, aber der ist ja von Ultrasoft gerade auf Ultrasoft. Ja, siehst du, er nimmt die Soften. Er nimmt die Soft. Aber warum? Warum nicht Supersoft? Fährt da keiner mehr. Ja, Marcel. Vielleicht denkt er, die Soften sind härter, aber deswegen gehen die nicht so schnell an der Wand. Denk mal, Marcel wird jetzt auf Wets oder was? Er wird auf, nee, Ultrasoft, Entschuldigung. Ja, das kann das ja sein, dass er sich so oft kaputt fährt. Nee, dann kommt Marcel werden wir natürlich jetzt beobachten, wie der aus der Box fährt. Natürlich. Weil vielleicht fährt er sich ja wieder kaputt. Nee, das war ja Speedy. Das haben wir nicht gerade Marcel. Ja, aber vielleicht. Ja, Speedy hat es geschafft. Der sich ja Speedy, jetzt auch wieder Speedy hat die erste Kurve gut genommen. So, jetzt hier auf Ultrasoft. Wie schnell? So, ja. Nimmt Gas. Das wird jetzt, also, ich sag mal so, der hat auf jeden Fall jetzt einen Vorteil, der Marcel. Ne? Naja, auf jeden Fall. Speedy. Wo ist der Speedy jetzt? Also Marcel ist jetzt da den Berg hoch. Ja, ist vor Speedy der Kurve zum Tunnel. Ist nicht weit weg. Was sind das? Das sind 4,27. 17. Das 17. sind... Naja, 20 Sekunden. Ein Boxenstopp. Aber die kann da rausfahren in 25 Runden. Wollte ich gerade sagen. Also ist es möglich, auf Ultrasoft auf jeden Fall diesen Vorsprung einzuholen, wenn der andere Soft fährt. Aber wenn der Dina Pet fährt, dann können wir doch einfach mal hier in die Cockpit-Version gehen und dann sehen wir ja, wie er schaltet. Jetzt hier hoch in den 5. Also ich finde es schon krass, dass man während der Kurve und so alles drückt. Das ist schon heftig. Also so das Schalten. Ich sag mal, das ist Übungssache, ne? Also ja, aber du fährst 78 Runden auf so einer Strecke, wo du dich in jeder Kurve 110% konzentrieren musst. Das ist respektabel. Das stimmt schon. Und wir sind jetzt so Runde 57 und da könnte das
fallen vielleicht schon die ersten Gedanken, fahre ich jetzt etwas vorsichtiger und sichere mir die in den vierten oder den dritten Platz, je nachdem wo man ist, und lasse es eher ruhiger angehen. Oder sagt man, pass auf, ich gebe jetzt nochmal Vollgas die letzten 20 Runden. Also was DJ Erik, der ist jetzt auch, der ist nur 13 Sekunden hinter Ai, sag ich mal, ne? Also ja, aber der Fehler vom Ai und der, dann der hat die Soften, auch schon der gern. Hat die alten Soften. Das wird nicht. Der hat ihn, glaube ich, in Runde 30 oder 40 hat er so die Soft Gold, meine ich. Der wird die ja. So zu Ende fahren. Wenn er die wirklich. Nee, ich meine nur, dass wenn er sich jetzt mal einen Flügel abfahren sollte oder sowas. Ja, oder wenn er sich dreht. Nee. Ja, so wenden ist jetzt in Monaco auch nicht so geil. Ja, das haben wir gerade bei Colangelo gesehen, da warst du leider nicht da. Genau, also. Nee, ich glaube, da war ich pinkeln. Vorübergehend. Ja, schade, dass wir Colangelo nicht interviewen konnten, weil ja. Ich habe es nicht gesehen, was da passiert ist. Ich hatte den einen oder anderen italienischen Spruch schon parat. Ja, ich auch. So, screw. Also wir sehen schon auf dem fünften Platz einen Vorsprung von 1 Minute 36 von Ai. Und wenn wir mal da hinten auf den Maser gehen, haben wir schon fast 5 Minuten. Und Maser ist schon wieder in der Box. Maser kommt fett aus der Box raus. Ist in der Box? Er fährt jetzt aus der Box raus. Er sich den Torsprung auf jeden Fall aufbauen. Masel ist bei mir geghostet. Er ist geghostet. Ja. Masel, für den ist jetzt einfach nur noch wichtig, dass er. Ja, aber er ist nicht rausgeflogen, oder? Ah, Colangelo schreibt hier gerade in den Chat, dass er keinen Bock hat. Ja, das ist das italienische Temperament, das würde die Party einfach sprengen. Ja. Genau. Da fragt jemand nach dem aktuellen WM-Stand. Das kann ich ganz klar einmal hier definieren, indem ich sage, Mau Mau, der leider dieses Rennen nicht mitfährt, auf 1, der wird seinen Platz abgeben an, womöglich, ich würde sagen Dirk, denn der ist auf 2 mit 41 Punkten und der ist hier auch auf Platz 2. Hoppala. Der wird wahrscheinlich die Führung übernehmen. Ai, der momentan auf 1 ist noch etwas weiter hinten auf Platz 5. Der könnte aber auch den Mau Mau überholen. Ja. Jetzt Hoffi, der momentan Dritter ist auch im WM, in der WM-Tabelle. Also, ich weiß jetzt nicht, ob Dritter. Das in Ordnung ist, aber ganz kurz, Masel war jetzt wirklich die halbe Runde geghostet. Ja, vielleicht hat er irgendwie Gespräche in TS gehabt. Ich weiß nur, dass das wirklich nicht gut bei den Admins ankommt, wenn man sich überhaupt ghostet. Ja, er fährt schon wieder in die Box. Was ist denn da los? Hat aber keinen Platten mehr, wie ich das sehen kann. Ja, aber ich glaube, der hat ein altes Ultrasoft gehabt wahrscheinlich. Jetzt hat er aber wieder alte Ultrasoft. Ja, aber vielleicht waren es die frischen Ultrasoft. Und er hat die alten bekommen, keine Ahnung. Nee, ja, wir gehen einfach nochmal hier die WM-Tabelle durch. Also wir sind jetzt hier bei It's Hoffi auf Platz 3. Der ist auch in der WM-Tabelle Dritter. Der wird dann auch am Mau Mau vorbeiziehen. Also Mau Mau wird hier einige Plätze verlieren. Dina ist jetzt hier gerade Vierter. Insgesamt ist Dina... Wo haben wir ihn? Anscheinend 2, 3, wären das die ersten Punkte für Dina. Oder bin ich gerade... verzweifelt hier. Das kann ich mir echt nicht vorstellen eigentlich, weil Dina immer vorne war, oder? Ja, aber Dina hat noch... Also hier wird Dina nicht aufgelistet. Okay, dann... Aber er ist auch generell... Also Dina ist der offizielle Partner von Diego, das weiß ich. Mhm. Also vielleicht hat er einfach nur eine Kack-Saison. Vielleicht hat er einfach eine Kack-Saison. Der ist auch in der letzten Saison, ja. Ja, dann... Hab ich ja auch. Auf 5 haben wir den Scrollic. Der ist momentan. Jetzt aber hier runter auf dem Sofa. Scrollic ist momentan 12 da. Platz 5 gibt meines Erachtens 10 Punkte. Boah, es sind auch schon einige Plätze, die er gut macht. Er könnte dann auf Platz 7 vorrücken. Marcel Krui ist auf Platz 6. Ist in der WM-Tabelle auf Platz 18 mit einem Punkt. Aber 6. Platz wäre dann auf jeden Fall schon mal ein paar Punkte, die er wieder gut macht. Ja. SVW Patze VW ist 13. in der WM-Tabelle mit 10 Punkten und könnte dann ja an Young Cup zum Beispiel vorbeiziehen, LP-Kommando, der schon ziemlich früh raus ist. Und auf 8 haben wir dann den Speedy, der ist 15. in der WM-Tabelle mit 6 Punkten und ganz hinten haben wir den Masel, der ist ja nur Ersatzfahrer aus der B, aber selbst der könnte sich hier in Tabelle der Serie A einfügen. Dina ist gleich dabei, Marcel Krus zu überrunden. Oh, und ich der Fahrer gerade. Den werden wir vielleicht nicht mehr sehen. Ja doch, ich glaube, wie viele Sekunden... Ja, wie viel kann... Willst du einmal nochmal nachgucken, wie viele Strafen Dirk und Ai haben? Ich dachte, wir lassen uns überraschen.
Ja, oder so, aber das wichtig, also eine wichtige Information, die jetzt hier gerade erstmal gedroppt wird. Wir haben 16 Sekunden Abstand zu, oder jetzt 17, von Dirk zu Ai-Ai, aber Ai-Ai trägt aus dem letzten Rennen aufgrund eines, anscheinend einer Strafe, eine 10-Sekunden-Strafe mit sich. Ah, nein, doch. Das wäre aber jetzt mal wirklich, also Ai-Ai hatte, glaube ich, und ich glaube DJ Erik war einer von denen, die noch ein sauberes Rennen gefahren sind. Ja, oder? wir hatten nämlich, sonst immer nur It's Hoffi, glaube ich, gegen den lieben Ai-Ai. Und beide hatten eine Strafe, aber der Dirk nicht. Ja, eben. Was ist da los? Ich habe mir auf den Bauch gehauen und Niklas hat sich kaputt. Eine völlig normale Handlung, wenn man Rennen fährt. Ein Sonntagabend Bier im Buche stehen. Nee, also, das wird nochmal spannend, aber ich denke, wir lassen uns überraschen, oder? Ja, natürlich. Na, wirkliche Wahl haben wir ja auch nicht. Ja, doch, wir ja, können nachgucken. Klar. Ich wollte gerade sagen. Nee, das wollen wir ja nicht. Ja, eben, deswegen lassen wir uns ja überraschen. Ich sag mal, ab Platz 5 kann man schon davon ausgehen, dass alles, wenn sich keiner raushaut, so bleibt, wie es ist. Ja, die Abstände sind schon groß. Also ich würde mal sagen, bis Dina, der hat 58 Sekunden und ja, wohl, also ja, die ersten drei. Also 4 ist, da ist die Geschichte gelaufen. Ja, wie gesagt, Masel, ja, nee, Masel hat sich auch verspielt da. Ja. Ja, Masel, der war ja jetzt schon öfters in der Box, das weiß ich nicht. Ja, dann nutzen wir einfach mal die Chance der Speedy, hier. Speedy hat einen Platten. Ach, schon wieder. Und das ist jetzt wieder wichtige Zeit für Masel. Masel ist zwar noch im Grunde Rückstand. Aber das ist jetzt eine Stelle, wo du viel Zeit verlierst und du ist ja nicht mal nah der Box. Ja, aber Masel hat viel zu viel. Der hat eine Minute Rückstand. Ja, aber überleg mal, wie viel km/h er fährt und wie viel km/h Speedy fährt. Das sind fast 150, 200 km/h weniger. Eine Minute holst du auch nicht raus, wenn der eine einen Platten hat. Also der Erik hat in Runde 34, weil ich wollte es wohl gerade nochmal nachgefragt. Ich glaube, wir haben in Runde 34 nachgeguckt. Hatte der eine Strafe und der Erik, der Jan auch. Das Ding ist aber, der Jan trägt eine 10-Sekunden-Strafe aus dem letzten Rennen mit sich. Also hat er da irgendwie wahrscheinlich irgendwas Böses gemacht. Ja, der Speedy holt sich jetzt Ultrasoft. Einzige richtige Entscheidung. Vielleicht schafft er es jetzt heil aus der Box. Ja, es ist auf jeden Fall bodengut. Hätte er jetzt die zwei Fehler, die zwei Boxenstopps nicht gemacht, wäre. Oh, genau. Was war das? Speedy wurde wieder zurückgesetzt. Speedy fällt jetzt raus. Ja. Aber nicht gegen die Wand. Aber ich sag mal so: 18 Sekunden sind es noch. Oh, da kommt einer raus. Vorsicht. Ja, weil Speedy muss ich vorbeilassen. Ja, da hat es bei mir geknallt. Mich hätte auch einer vorbeilassen müssen, hat er aber nicht. Genau an dieser Stelle. Ja, ist halt auch wirklich, die Boxenausfahrt ist halt gefährlich, ne? In Monaco, weil die halt direkt, du bist direkt auf der Strecke. Ist der so langsam? Die Strecke ist halt eng. Nee, das sah nur so langsam aus. Was ich sagen wollte, es sind jetzt nur 18 Runden und es kann echt gut sein, dass Speedy nochmal einen Platten holt. 14? Achso, ja, ich bin gerade bei Speedy. Ja. Trotzdem kann es sein, dass. Dina fährt in die Box. Sich der Speedy. Dina fährt Platz in die Box? Ja, und wie viel Abstand ist zu Scrollic? Ne, es ist mächtig. Leider Zeit. Der will sich jetzt frische Ultrasoft holen. Ja. Ja, und der wird zu Ende fahren. Wenn alles gut geht. Und guck mal, selbst in der Boxengasse qualmt der Junge. Ja, der hat irgendwas hat er da. Hä, bei mir wurde er jetzt auch zurückgesetzt. Ja, was ist denn hier los? Ja, das ist generell das Problem. Ich denke mal, dass die Flügel gewechselt werden und dass es dann so aussieht. Ja, wie gesagt, wir haben ja jetzt hier so ein Fahrerfeld. Das ist eigentlich relativ unspektakulär. Aber Niklas, wir können ja mal. Zum Rennen. Ja, genau, Niklas, was sagst du denn da eigentlich? Was ist das für ein Rennen? Danke für diesen tollen Kommentar. Der Diego schreibt, wenn ein Auto in der Box zurückgesetzt wird, wurde der Flügel gewechselt. Ja, wie ich schon vermutet habe, dass man das halt nicht sieht. Und ja, in Monaco passiert das schon mal öfters, dass der Flügel gewechselt wird. Und dass das dann quasi diese Zeit ist, die man da verliert. Genau. Ja. Ja, aber wie gesagt, ich wollte einfach mal nach vorne gucken. In der Saison. Wir haben jetzt nach Monaco erstmal Russland. Ich würde sagen, das einfachere Aserbaidschan. Ja. Oder? Also, ja, auf jeden Fall. Da werden wahrscheinlich auf jeden Fall mehr in
ins Ziel kommen als in Monaco, aber kann natürlich auch viel passieren. Danach haben wir Italien, die Heimstrecke von Colangelo. Da hat er auch gesagt, dass er sich viel vorgenommen hat. War das so witzig? Ich muss schon wieder pinkeln. Ich auch. Und Marcel hat aufgegeben. Marcel ist raus. Oh. Oh, einmal bitte einladen. Oh, nee, das nervt mich jetzt gerade wirklich, weil Marcel. Und was macht Speedy da gerade? Als B-Fahrer. Speedy hat sich überlegt, B-Fahrer. Ob er in die Box fährt. Oh, Diego ist ja auch Italiener, B-Fahrer. Hab ich komplett vergessen. Nee, jetzt hören wir nochmal zu. Und was? Ja, Colangelo ist nicht in Italien dabei, oh. Oder was? Ja, was denn? Halt deine Fresse. Als B-Fahrer, so stark gefahren bis jetzt. Ja, lad also ihn mal ein. Drin, hab ich doch schon. Sehr schön. Gut. Auf jeden Fall die Heimstrecke von Diego und Colangelo, Italien. Die werden sich da viel vorgenommen haben. So, Marcel. Die beiden können jetzt erstmal Pipi machen gehen, dann werde ich mich jetzt erstmal kurz mit dir unterhalten. Ja, also. Was hast du gemacht? Welchen Ludo? Frag mich mal, was ich in die Brenn überhaupt richtig gemacht habe. Oder? Also ich sag mal so, innerhalb von 4 Runden 3 Boxenstopps habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, war gut, ne? Da kennst du das Paket nicht. Ich hab mir ständig hier einen Flügel angehauen und da einen Flügel angehauen. Ja, aber selbst mit einem kaputten Flügel würdest du doch weiterfahren, oder nicht? Weil ich sag mal so, die Hoffnung auf Platz 8 war ja irgendwann dann verschwindend gering. Die Hoffnung generell, dass ich da überhaupt durchkomme, war am Anfang eigentlich schon überhaupt nicht gegeben, aber... 65 Runden, ja. Oder 64? Ja. Und dann war gerade so ein kleiner Flüchtigkeitsfehler. Ich war irgendwie kurz abgelenkt so. Handy hat vibriert, du guckst mal ernst kurz mal nach unten und bist im Tunnel und fährst gegen die Wand, doof, wie du bist, ne? Also, wissen nicht, ich hab mir dreimal einen Platten eingefahren in dem Rennen. Das hat mich genervt. Flügelschaden ständig gehabt und irgendwann ist es halt auch nicht mehr fahrbar, ne? Ja, das Ding ist, du hattest ja so ein kleines Fernduell mal mit Speedy, du bist in die Box, dann hat er Zeit rausgefahren, dann ist er in die Box, du hast wieder Zeit gut gemacht und wir haben so eine Hype immer mitgefiebert, dass du es vielleicht irgendwann mal schaffst, wenn Speedy vielleicht noch einen Fehler macht, dann vorbeikommst. Ja, ich war auch einmal ganz kurz dran und deutlich schneller als er und dann hätte ich ihn vermutlich sogar kriegen können, hätte ich nicht noch eine verdammte Durchfahrtsstrafe gekriegt bei meinem Boxenstopp. Oh, ach, deswegen warst du nochmal dran, ja, okay, das ja, ergibt Sinn. Ja. Als Serie B-Fahrer, müssen wir ganz ehrlich gestehen, hast du dich gut geschlagen. Naja, es hätte besser sein können. Ja, nee, also damals in Abu Dhabi, wo du in der A mitgefahren bist, war ich schon vorher mit Fiebern, da hast du dich auch rausgehauen. Ja. Und dann dachte ich, da warst du auch in den Punkten, glaube ich, ne? Zu der Zeitpunkt. Knapp hinter, glaube ich, 12 oder so war ich zu der Zeit. Ja, ich Rennen bist du gefahren und jetzt habe ich auch wieder gehofft, so ein B-Fahrer, da wäre mir ja geil, so in der A einen Punkt zu holen. Dann wärst du in der Tabelle A verewigt. Ja, ich war auch gerade mit Patze so gerade noch im Gespräch gewesen mit meinem Teamkollegen, dem ich jetzt natürlich die Daumen drücke, dass er Siebter bleibt. Es war dann auch so, dass wir uns gesagt haben, so, ey, pass auf, jetzt fahren wir es einfach nach Hause, weißt du? Ich war 5 Runden, glaube ich, dahinter mittlerweile. Sagst du mir auch so, das ist Monaco. Siehst du das dann einmal unachtsam. Ich weiß gar nicht, kriegt der Nein, kriegt keine Punkte. Nein, nur wenn es dir kommt. Ja, 100%. Genau. Ich sag mal so, wenn ich in der ersten Runde raushaust oder in den 77. Das ist halt rausgehauen. So, weiß ich mal. Wenn alle sich raushauen, dann könnte man darüber, glaube ich, nochmal sprechen oder so. Oder wenn Rennabbruch ist generell. Ich glaube, da gab es irgendwie so eine prozentuale Regelung. Ich dachte, wenn man so 7% geschafft hat, dann kriegt man Punkte. Nee. Nicht so schlimm, also weil ich das gehört habe, bleibe ich jetzt wahrscheinlich erstmal noch in A parallel noch dazu und fahre die Saison mit Patze zu Ende und Russland ist dann auch nochmal ein Rennen. Also. Achso, du fährst jetzt in der A zu Ende. Na, ich fahre in A und B quasi. Ich ersetze jetzt quasi Mau Mau in A dauerhaft, damit es kein Fahrer suchen müssen. Und ich hab... Mau Mau ist raus? Soweit ich das gehört habe, ja. Ach, was passiert? Ach so. Also aufgrund von privaten Sachen? Oder? Nach mir die Sintflut, ich habe auch bloß gehört, er fährt nicht mehr. Und, Wir haben nämlich die ganze Zeit gewundert, dass das so nicht mitfährt. Aber dann könnte man ja schon sagen, dass aktuell Dirk auf Platz 1 ist in der Tabelle und Dirk DJ Rick. DJ Rick. Muss ich korrigieren. DJ Rick, genau. Wir können ihn Dirk nennen. Im Rennen in Japan, wo der Rennabbruch war, war er natürlich ein bisschen verschuldet. Ja. Okay, also ich habe gerade gehört, dass Mau Mau gerade Privatinvestment angemeldet hat und dass er sein Ding durchziehen möchte und
keinen Bock mehr auf diesen Liga-Betrieb hat. Kann man verstehen. Ja, die Liga ist auch scheiße. Ja, die Liga ist total kacke. Ja, verstehe ich. Nein, absolut nicht. Nee, aber deswegen habe ich jetzt, hatte mich gefragt, wie es aussieht. Er war ein Teamkollegen bis zum Ende der Saison und hat gefragt, ob ich Zeitlust und Laune habe. Und ich fahre jedes Wochenende jetzt endlich mal, nicht jedes zweite. Das ist auch ganz cool. Und, dann ist er jetzt eh erstmal bei Pause. In einem Monat, sage ich mal. Richtig. Oder anderthalb. Ja, ist zum Ende von Formel 1 auf jeden Fall. Was hältst du denn von Ehe für alle? ist überhaupt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ich. Also scheiße. Nein. Ja, also mir ist das persönlich egal. Leben und leben lassen. Ja, sehr, sehr gute Einstellung. Davon kriegst du jetzt erstmal einen Trostpunkt. Ganz kurz zum Renngeschehen. Ai fährt hier weiter raus und hat jetzt 25 Sekunden Vorsprung. Ich glaube ganz ehrlich nicht, dass der trotz der 10 Sekunden Strafe, die er von vorne rein hat, ja, stimmt. Dass der 15 Sekunden Zeitstrafen holt. Glaube ich auch nicht. Sag mal maximal 2, 3. Der DJ Erik. Gut. Ja, gut. Dann danke für diese spannenden Runden, die du geschafft hast. Danke. War für mich spannender, glaube ich, als für euch. Nö, eigentlich ja, nicht. Wir machen so Platten und dann wieder Platten und dann nochmal Platten. Ja, was soll man machen? Wir hatten wenigstens ein bisschen Action hier, ne? Zu viel Reifendruck halt, ne? Doof ist. Passt gut, Jungs. Passiert. Viel Spaß euch, viel Erfolg. Ich gucke mir nachher auf jeden Fall mal nochmal an. Und, das freut uns. Ja, am besten den Anfang, bevor der rausgeschnitten wird. Sowieso. Der war lustig. Alles klar. Jungs, haut rein, ne? Alles klar. Schönen Abend noch. Ciao. Tschö. Was ein Arschloch. Nein, Spaß. Leben und Leben lassen, ja. Da habe ich ja schon den Rassismus rausgehört, die Diskriminierung. Nein, alles gut. So. Wir gehen einfach nochmal das Fahrerfeld durch. Der Dirk oder DJ Rick auf 2, der Zoffi auf 3. Hammer. Aber Itzhoffi ist auch gefährlich nah dran, oder nicht? Es sind 7 Sekunden. Ja, stimmt. So, auf 4 haben wir den Diener. Da hast du recht. Der ist wirklich nah dran. Der Skrullik ist auf 5, Marcel Kruis auf 6. Zeitsprachen, wollte ich sagen. SVV. Platz auf 7. Oh. Speedy auf 8. Und ja, das war schon 8 Fahrer sind wir noch. Die Hälfte haben wir ungefähr, ne? Jetzt gehen wir einfach mal hier auf den Marcel Kruis, weiß nicht, Entschuldigung. Auf den Itzhoffi. Genau, und dann gucken wir mal, also der hat jetzt die super Soften und Rick hat die Soften. Er hat ja ganz klar die schlechteren Reifen. Je nachdem, wann... Oder, ja, genau, je nachdem, wie weit die abgefahren sind, die von Itzhoffi. Ja. Und ja, solange Itzhoffi jetzt versucht, hier verzweifelt die letzten 7 Runden noch Zeit gut zu machen, verweisen wir hier erstmal nächste Woche auf Russland. Da fährt die C1 und die Serie B zeitgleich, genau. Je nachdem, entweder YouTube oder Twitch oder mal wieder gar nicht. Also C1 soll echt spannend sein im Moment, habe ich gehört. Also richtig. Ja, ne? ich hab gehört, da vorne soll es wirklich sehr, sehr spannend werden. Komm, wir gucken uns einfach mal, weil wir kurz die Zeit hier haben, die Tabellen der beiden Serien an. Nein, das brauchen wir doch nicht jetzt. Also die ersten 3 in der Serie B ist 62 Punkte, 54 Punkte und 42 Punkte. Also 20 Punkte ist schon relativ... Ja, große Spanne, aber danach wird's eng. Also von 3 bis 6 ist eigentlich relativ spannend. Und in der C1, schauen wir mal, da haben wir ja schon 64 Punkte mit Herr der Echsen. Der hat schon einen guten Vorsprung. Aber danach auch von 2 bis, ich sag mal, 5 trennen gerade mal 10 Punkte. Und das ist natürlich in Russland dann schon so ein kleines richtungsweisendes Rennen, was die Punkte angeht. Und da könnt ihr auch gerne mal vorbeigucken hier auf Twitch oder YouTube, je nachdem, wo es gestreamt wird. Könnt ihr das Ganze auch auf Facebook einfach mal verfolgen. Da wird es eigentlich immer bekannt gegeben. Und wer selber fahren will, der kann auch, also bei uns in der Saison mitfahren will, der kann sich auch anmelden unter online-racing-club.de. Da einfach auf Mitglied werden klicken und dann ein paar Klicks weiter seid ihr schon dabei. Selbstverständlich braucht ihr eine PlayStation 4. Und gegebenenfalls Formel 1 2016 bzw. 2017. Das ist richtig. Ja, ein Monat, anderthalb Monate ist es noch bis zum neuen Spiel.
Bis dahin sollten die Saisons eigentlich auch schon vorbei sein. Sind sie. Sind sie, ja. Ich weiß, 16. Naja, eigentlich 2-3 Tage vor dem Spielrelease kommt, ist endet, glaube ich, sogar erst Serie A. Also, die starten mit dem Spiel, während der, wenn die Saison endet. Also schon mal spannend. So, jetzt haben wir jetzt. Also ich wollte noch kurz anmerken, der Cristiano Ronaldo bleibt bei Real Madrid. Ne? Das ist ja schön. Also wir haben 7 Sekunden immer noch zwischen Dirk und Itzhoffi. Das Problem ist, dass beide aber weiterhin Zeit auf Ai verlieren. Also Ai hat den die schnellere Runden da die ganze Zeit. Mhm. Und ein weiteres Problem für Itzhoffi ist, dass er jemanden vor sich hat, der ihn vorbeilassen muss. Und das sind immer so kleine Hundertstel, die man dann verliert. Aber die könnten im Endeffekt dann wirklich entscheidend sein. Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Was glaubst du? Haut sich noch jemand in den letzten 4 Runden raus? Nee, definitiv nicht. Also dafür fahren sie mir zu sicher. Ja, meinst du, wer 73 Runden oder 74 Runden fährt, der fährt auch die letzten 4? Ja, das ist einfach... Aber wir haben hier... Wir haben hier ein kleines Duell zwischen Speedy und, wenn das nicht Marcel Kruijs ist... Ja, Marcel Kruijs. Marcel Kruijs ist eine Runde vor ihm? Eine? Nein, 3 Runden vor ihm. Oh, 3 Runden vor Speedy, ja, das läuft. Ja, ja, gut, er ist 8er, er ist 6er, aber ja. Also, das einzige Logische, was Speedy machen könnte, ist jetzt einfach mal ein bisschen auf. Oh, oder in die Wand fahren, kann er auch. Da bin ich wieder. Ja, ist ja wunderschön. Ja, natürlich. Hast du eine komische Tabelle davor? Bleib auf dem. Hilfe. Auf Speedy bleiben? Nein, doch. Ja, das macht, keinen Sinn. Auf Marcel. Nee, ich meinte den Kevin. So. Okay. Einfach nur damit wir Jungs, sehen, was da noch passiert. Bevor hier gleich die Zieleinfahrt eingefahren wird, da muss ich aber auch einmal kurz auf Klo immer. Das ist einfach zu spannend für meine Blase. Deswegen, ich bleib jetzt auf Ei also drauf. Zeit. Ich bleib jetzt auf Ei drauf viel. Und ihr erzählt da ein bisschen dann, okay? Ja. Yeah. Okay, oh, bis gleich. So gut geht. Ihr könnt da mal drüber reden. Der Rockenberg sagt, er hofft, dass Jan seinen Anzug mit hat, damit der Fürst Albert schön mit ihm essen gehen kann. Das ist euer Diskussionsthema. Damit er mit Fürst Albert essen gehen kann. Fürst Albert von Monaco. Alles klar, das ist euer Diskussionsthema. Bis gleich. Der Fürst da ist hier in Monaco. Monaco liegt also in Afrika. Also, ja, ich weiß nicht, ob der Ei da einen Anzug mit hat. Ist mir doch egal. Der René ist weg, also das heißt, wir sind die Chefs. Das heißt, jetzt in Runde 75 wird die Übertragung interessant. Gut. René, der ist auch euer Mess. Er geht mir ja noch um den Sack. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich glaube nicht, dass da auf Platz 1 und 2 noch viel passiert, auch wenn Aya eine 10 Sekunden Strafe hat, von vornherein. Das sind jetzt mittlerweile 30 Sekunden, die der Erik da hinter dem Aya ist. Und ich glaube nicht, dass der Jan sich da 20 Sekunden... Das müsste jetzt schon wunderbar passieren für den Ich glaube nicht, dass der 20 Sekunden Zeitstrafen hat. Dina ist jetzt hinter Mai als Überrundeter. Itzhoffi dahinter, das könnte noch interessant werden. Nein, das packt er nicht. Nein, ich meine wegen Zeitstrafen. Achso, ja gut, okay. Weil der ist gerade mal... Upala, warte. Das sind 7 Sekunden. 5 Sekunden. Das wird nochmal, das wird knapp. Mit auf Platz 2 kann ich mir nicht vorstellen. Ja gut, Dina dahinter, der ist, ich würde mal sagen, Platz 4 ist safe. Außer der macht nochmal irgendwie einen Scheiß. Ja, das könnte schon schwierig sein. Horik hat Platz 5 safe, weil der Marcel Kruijs eine Minute hinter dem ist. Und wenn von Speedy geholt wird, der aber auch schon überrundet wurde. Ah, das sind 3 Runden Unterschied. Ja. Also das. Auch Patze dahinter würde ich sagen safe. Also alles sind safe. Bis auf die ersten 3. Ei, glaube ich, ist safe und so, ich bin dabei. Ja. Also, wir reden gerade darüber, was wer hier alles safe ist. Ich würde mal sagen, die Platzierungen sind bis jetzt so safe, wie sie sind. Außer Platz 2 und 3. Das sind gerade mal 5 Sekunden Unterschied. Also 2 Sekunden. Da könnte es echt nochmal. Ja, das könnte auf jeden Fall wegen Zeitstrafen und so nochmal spannend werden. Ich habe gerade gesagt, der Jan, glaube ich nicht, dass der sich 20 Sekunden mehr Zeitstrafen holt als der Erik. Quatsch. Nee, deswegen.
Also ist echt spannend. Jetzt zwischen 2 und 3. Das ist das einzige Duell, das kleine Fernduell. 5 Sekunden. Hat ihr und während ihr weg wart, das habt ihr wahrscheinlich nicht mitbekommen, hat der Broforce84 geschrieben, dass er lieber mit der, ich sage jetzt nicht, was er gesagt hat, aber mit der Gattin von Fürst Albert essen gehen würde. Ist das nachvollziehbar? Das ist eine schöne Information. Ja, dann... So, wir gehen jetzt aber einmal hier in die Onboard-Kamera von AI und gucken einfach mal die letzte Runde nochmal mit. Erste Kurve, das letzte Mal. Er fährt jetzt auch extrem ruhig hier, er fährt hier nicht mehr mit Topspeed. Will sich da gar nicht mehr beirren lassen, glaube ich. Will jetzt einfach nur ins Ziel bringen. Da ist man schon mal, glaube ich, klitschnass, wenn man 78 Runden Monaco auf 1 fährt. Ins Hoffi nur noch 4 Sekunden hinter Erik. Also 2 Strafen. Vielleicht kann das noch auf eine Strafe vermindern. Das wäre wichtig. Ja, das Problem ist, der hat den wer ist das? Screwholic vor sich. Ja, das ist natürlich die Aufgabe von Screwholic, sich vorbei, sich gut überrunden lassen an einer guten Stelle. Ja, aber ich glaube gar nicht mal, dass der da noch überrundet wird. Der ist genau zwischen den beiden. Erik kam vorbei. Aber Erik scheint langsamer zu werden, weil sogar Screwholic kommt mehr an Erik dran. Nee, Erik fährt einfach ruhiger. Ja, er möchte, ich glaube nicht, dass er sich ihn, ja, also warum sollte er jetzt noch irgendwie Pace rausholen, wenn er weiß wahrscheinlich, dass er die Zeit, den Vorsprung hat. Die 10 Sekunden wird er safe raus haben, glaube ich. So, und jetzt letzte Kurve. Ei. Ich würde sagen, herzlichen Glückwunsch zum Sieg in Monaco. Und ich, ja, grad, ich sag mal jetzt grad, steht's fest. Ja, natürlich Glückwunsch, aber Erik nur noch 3 Sekunden hinterm. Ich hoffe, nur noch 3 Sekunden hinterm Erik. Ja, ich gucke jetzt sofort. Das wird nochmal lustig jetzt im Zeitschlafen. Ja. Oh, was ist da? Jetzt ruhig fahren. Raus. Das wäre krass. Das wäre, ich glaube, da wäre der Controller weg. Ja. So, und die Playstation jetzt noch. Benzinprobleme sieht man da unten, aber ich denke mal, das wird noch reichen. So, jetzt die Kurve gut nehmen, hat er geschafft. Und jetzt hoffe ich, wie sieht's aus? Jetzt hoffe ich, das war knapp. So, Screwholic ist auch durch. So. Und das war's dann. Spannend. Und jetzt hoffe ich, ist vorbei. Es ist vorbei. Ich sag es doch. Ich hab es die ganze Zeit gesagt. Der ist vorbei. Sehr schön. Und mit einer Zeitstrafe, ne? 3 ja, Sekunden. Er hat's echt rausgehauen. Die 7 Sekunden in den letzten 4 Runden. Diese letzten 2 Runden da, die waren echt wichtig, dass er da rangekommen ist. Krass, ich hätte damit nicht gerechnet. Der wird sich da. Der Dirk, der Thomas. Letzte dann der Thomas, den Aufwieg, den Eier. Der wird sich da ärgern. Auf jeden Fall. So, sonst haben wir hier Dina auf E4, sehr starkes Rennen, genau. Trotz seiner reifen Qualmaktion. Screwholic, ja, war eigentlich dauerhaft Fünfter, würde ich sagen, so gefühlt. Ja. Marcel Kruijs, weiß ich nicht, hat er sich mehr erhofft. Zeitstrafen auch 4 Stück, mit einer der meisten. Ja, Patze, Siebter, eine Strafe auch, stark. Und Speedy, Achter. Letzte Überlebender. Mit 5 Runden Abstand, aber trotzdem, ich sag mal, da brauchst du am Ende nicht mehr viel Gas geben, wenn du merkst, dass da nicht mehr drin ist. Auch gut immer überholt lassen. Außer natürlich in dieser einen Situation, aber ich glaube, da konnte er einfach nichts für. Da war es, glaube ich, vom Masel die Schuld, aber ich weiß nicht, wer es war. Oder andersrum. So, wer waren jetzt nochmal die ersten drei? II 2000-1. Eigentlich hatte ich die nochmal Coin, warum hat er mir etwa gelöscht? Ja, der hat gesagt, der muss alle löschen, die kein Formel 1 kann. Wie war er nochmal? Bindestrich. Ja. 2000. Sind 3 Nullen, wie ja. In der Party. Unterstrich. Reicht schon. 1. Okay, ja. So, auf Platz 2. Freund. Da wurde mir nur irgendwie nicht angezeigt. Auf 2 haben wir. Itz-Hoffi13. Ja. Hasse? Moment. Vielen Dank, Broforce. Wünsche dir noch einen angenehmen Nacht. Vielleicht willst du das Interview noch mitbekommen, was die einzigen Leute zu sagen haben. Itz-Hoffi? Wie heißt der? Itz-Hoffi13. Mit einem F oder mit zwei F? Einem, aber das ist der Unterstrich nach dem Itz, ne? Und das, okay.
Und auf der 3. Der dritte war dann DJ Rick, ne? Genau, hast du den? DJ Erik. Nee, nee, ohne E. Nur DJ R. Mit 3. Ja, das, die 3 sollen E sein. Was für eine 3? Da ist kein 3. Es ist DJ R 1K. Ah, okay. Das soll trotzdem mal R sein, also ER. Ja. Was soll denn da ein E sein? DJ Rick und dann, was kommt danach? Nichts. DJ Rick nur? DJ R 1K. Ah, okay. Sorry. Kein Problem, Schatz. Kann das doch nicht so schnell hier. Ja, ich weiß, sprachbehindert. Zu später Stunde. Wer gleich noch Langeweile hat, um 2 Uhr der Great of. Nee, Gateboards of Fire. Wird auf jeden das Fall, ist ja witzig. Wird auf jeden Fall geguckt. So, jetzt warten wir, bis sie da sind. So, jetzt Hoffi wird noch eingeladen. Der Champagner okay, wird verspült. Ja, ich bin gespannt. Jetzt bin ich aber aufgeregt. Bist du das wirklich oder täuscht du das nur an? Nee, ich bin schon aufgeregt. So, dann wer moderiert. Ach, moderiert sag ich schon. Wer interviewt Platz 3? Du. Ich? Nein, Jungs, ich kann sowas nicht. Jeder interviewt einen. Morgen. Hi. Morgen. Dann macht der Niklas die 2, ich mach die 3 und Kevin die 1. Jungs, ich kann das doch nicht. Du musst doch nur fragen, wer da drin war. Was ist denn los mit dir? Jungs, nicht so schreien, ihr schaltet ein bisschen. Ach, Junge, du schaltest auch. Das war ja schon fast ein cooler Spruch. Oh. Ja, wir warten jetzt mal hier auf den Erik. Ja, haben Sie den eingeladen? Ja. Pass auf, ich hätte nicht gleich verhaut. Nee. Ich habe keine Einladung bekommen zum Beispiel. Du hast keine bekommen? Nein, deswegen habe ich gefragt, ob ihr eingeladen habt. Deswegen. Warum hast du? Ich habe dir aber eine geschickt. Ja, aber ich dachte mir schon, dass da irgendwie nichts ankam. Ja, da muss man jetzt aber nochmal gucken hier. Oh, da ist er ist jetzt hier. Da ist er. Ja, servus. Moin. Da. Dann hau mal raus, Niklas. Oder soll ich? Ja, erstmal den ersten Interview, ne? Nee, erstmal nee, erst den dritten. Du da musst fängt jetzt das den schon Rick. An. Uiuiui. Ist mein erstes Interview hier. Ja, jeder Hallo, fängt mal klein an. Erik. Ein sehr starkes Rennen bist du gefahren. Wie ja, fandest du Dirk. Das denn so? Dirk, mein Gott. Thomas. Ja, Erik, stimmt. Alles gut, Jungs. Alles klar. Wie fandest du das mit dem Rennen? Ja, war ein starkes Rennen. Hat Spaß gemacht. Ohne großartige Fehler. So ein paar Zwischenfälle. Aber das gehört halt Monaco dazu, wo man halt mal leicht die Wand berührt. Ich glaube, das hat jeder mal gemacht. Lässt sich nicht verhindern, genau. Ja, aber das war alles nichts Gravierendes. Am Schluss habe ich mal halt leider in den letzten 10 Runden den Frontflügel leicht beschädigt. Aber gut, fangen wir mal an. Quali ist gut gelaufen. Zweiter Platz gegen Jan. Keine Chance. Der hat es genau auf den Punkt gebracht. Ich bin da auch schon 1.11.8, 1.11.7 sogar schon gefahren. Aber das auf den Punkt zu bringen, das ist ja das, was zählt. Und wirklich Glückwunsch, Jan, oder geil, dass das wirklich so gemacht ist. Danke, Erik. Das ist echt krass. Ja, dann Monaco. Normalerweise brauchen wir da viel, viel Vorlaufzeit, um diese Zeit auf Anhieb zu schaffen. Ja, also ging gut los. Itzhofi mit einem Blitzstart hat mich da leicht erschrocken. Ich habe nicht erwartet, dass er mich da überholt. Also gut, war sehr mutig. Ich hätte nicht Platz machen müssen, hätte es halt geknallt. Wollte ich verhindern, bin halt weit nach links gefahren. Kann man machen, ja. Muss man aber auch nicht. Aber ist gut gegangen. Ja, alles klar. Ja, und dann kam diese Safety-Car-Phase, die virtuelle Safety-Car-Phase dann. Nicht zuerst die Safety-Car-Phase, aber nicht nennenswert, weil das ja alles so geblieben. Dann die virtuelle Safety-Car-Phase, ich habe die Chance genutzt und dann direkt auf Stopp. Leider okay. Kam diese Phase nach meinem Geschmack 3 bis 4 Runden zu früh. Das hat man jetzt gegen Ende gesehen, ja, da sind die Reifen leider eingebrochen. Die 3, 4 Runden haben am Schluss gefehlt. Wie haben sie das jetzt den 2. Platz gekostet? Ja, genau. Aber gut. Aber dritter Platz und trotzdem sehr gut. Auf jeden Fall Glückwunsch nochmal an dich. Und ich übergebe dann jetzt an den Kevin. Nee, an den René. Entschuldigung. Ja, dann erstmal Glückwunsch zu Platz 2, Hoffi. War auf jeden Fall ein spannendes Rennen, aber erstmal aus deiner Sicht. Ja, also am Anfang Quali war okay.
die Zeit war ich nicht berauschend, oder ich weiß nicht, also ich wollte halt hinter Jan wenigstens sein, dass ich hinter ihn herfahren kann. Ja, mit dem dritten war ich dann eigentlich eh zufrieden. Start war eigentlich ganz gut. Ich habe nur zu spät gebremst, deshalb habe ich dann vorbei müssen am Erik. Also ich wollte gar nicht drauf, also es war nicht beabsichtigt der Angriff. Ich habe mich einfach nur ein bisschen verbremst, nur war ich vorbei. Dann, ja, ich habe mit viel, also ich bin mit viel zu viel Benzin losgefahren, habe dann zu viel Zeit am Jahren verloren, habe die Pace nicht mitfahren können. Bin dann nach dem Ultrasoft, also nach dem ersten Boxenstopp hinter Dina gefahren, habe dort extrem viel Zeit verloren, habe den Flügel beschädigt. Ja. Und ja, dann war ich einfach mit dem dritten Platz eigentlich schon so, keine Ahnung, ich habe schon mit dem dritten Platz abgeschlossen. Und dann die letzten paar Runden habe ich gesehen, dass ich immer weiter aufhole und am Ende waren es nur noch zwei Zehntel. Und ja, mehr als zufrieden mit dem zweiten Platz. Ja, ich wollte gerade sagen, also aus unserer Sicht, ja, so. Das, was auf jeden Fall in Erinnerung geblieben ist, zumindest mir, war, nachdem du auf den Ultrasoft gewechselt hast, ja, weil, wie du schon angesprochen hast, das Duell mit Dina, wo wir auch schon gemerkt haben, dass du viel Zeit verlierst, aber dann in der, ich glaube, Kurve 1 war es dann irgendwann, ja, hast du eigentlich perfekt überholt, haben wir auch gut drauf, sah auf jeden Fall gut aus. Auf jeden Fall haben wir dann die ganze Zeit geguckt, wer hat welche Abstände, und irgendwann ist uns halt aufgefallen, dass zwischen dir und Dirk 7 Sekunden waren. Und das ist eigentlich noch das einzige Duell war, wo man irgendwie noch drauf hätte hoffen können von Strafen her. Ja, und dann hast du es geschafft, in 4 Runden, glaube ich, 5 Sekunden gut zu machen. Und ja, das hat dir dann letzten Endes, glaube ich, auch den Platz 2 beschert. Es war ja nur eine Strafe mehr, aber diese eine Strafe hat es dann letzten Endes ausgemacht. Ja, sonst kann ich nur Glückwunsch sagen nochmal an alle drei. Und ja, dann wird der Apex jetzt Platz 1 interviewen, solange er es schafft. Ja, natürlich. Der Jan. Jan, ja, erstmal Glückwunsch zum ersten Platz. Danke. Wie erwartet, muss ich sagen, wo ich die Qualifying-Ergebnisse gesehen habe. Wie war dein Rennen? Ja, also der Start war gut und dann ging es eigentlich auch relativ gut los. Ich konnte mich sofort von Sophie absetzen nach der 60er-Phase, die ich einfach blöd fand. Ja? Die hat überhaupt nichts gebracht. Und ich habe mich auch noch drüber geärgert teilweise, aber nicht so schlimm. Und dann konnte ich mich gut absetzen. Dann hatte ich einmal einen groben Bock drin, da ist dann die Tobi auch wieder rangekommen. Ich bin in der vorletzten Kurve, habe ich zu früh eingelenkt und dann mit dem Heck hängen geblieben, aber war nicht so tragisch, war ja noch davor. Dann konnte ich mich wieder absetzen und dann habe ich halt gesehen, dass Erik halt auch schon auf Platz 3 war. Und ich so, oh, ja, und der holt immer mehr auf. Und dann wusste ich jetzt nicht, was ich genau machen sollte. Dann habe ich halt mit Kopf, Gedanken gespielt und bin dann halt irgendwie in Runde 30 reingefahren. Ich muss sagen, ohne diesen Crash, dann da, wo ich nach der Box war und hinter Erik hergefahren bin, käme ich an Erik eigentlich nicht vorbei, wenn ich ehrlich bin. Das wäre einfach unmöglich gewesen. Es ist einfach nicht zu überholen. Sobald der Windschatten greift, kommt schon die Kurve. Vor allem mit dem DRS, das hat zwar ab und zu was gebracht, aber attackieren konnte ich nie so wirklich. Und dann war ja das mit Marcel Cruz und dadurch kam ich da vorbei. Und ja, dann habe ich halt versucht, da mir im Klaren war, dass ich noch eine 10-Sekunden-Strafe habe vom letzten Rennen und dass ich 2 Strafen, bezüglich dann am Schluss 3, ja, dass ich einfach ein bisschen angasen muss. Und das hat dann auch ganz gut geklappt. Ja, und meine Strategie noch so gegen Schluss war halt nimm dir lieber eine Verwarnung, ans Auto wegzuschmeißen. Und ja, das hat dann für ganz gut geklappt. Also sonst war das Rennen eigentlich perfekt. Auf jeden Fall, ja, wollte ich gerade sagen. Auf jeden Fall souverän von dir. Ja, sonst habe ich nicht mehr viel zu sagen dazu. Jo. Dann gebe ich das Schlusswort an René. Ja, ich habe eigentlich nicht viel zu sagen. Ich habe ja eigentlich... Alle haben gesagt, was war. War nochmal, wie gesagt, ein spannendes Rennen, fand ich. Auch wenn zwischenzeitlich der Abstand echt krass war. Ja, nochmal Glückwunsch an die ersten drei und dann bedanke ich mich bei den Zuschauern fürs Zuschauen. Ja, und bedanke mich nochmal an meine Kommentatoren, Kollegen hier für dieses Ausgezeichnete zu kommentieren. Ja, stimmt, du warst ja auch da. Irgendwann mal zwischendurch irgendwie. Ja, okay. Das war ja witzig. Und ja, dann danke fürs Zuschauen. Nächste Woche ist Russland und in 2 Wochen dann für euch. Und dann sage ich noch einen schönen Abend. Ist doch schlau, der Junge, ne?
bis zum nächsten Mal. Ciao. Jo, tschüss. Schönes Wochenende. Ciao.